Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend hier trotz dieses herrlichen Wetters so zahlreich in unserem Fraktionssitzungssaal zu unserem Fachkongress China begrüßen zu dürfen. Ich tue dies gemeinsam mit meinen Kollegen Manfred Grund und Hans-Peter Uhl. Und ich werde die einzelnen Teilnehmer dann gleich auch vorstellen. Ich will allerdings meinen Kollegen Philipp Missfelder entschuldigen. Er kann leider aus gesundheitlichen Gründen jetzt an dem Termin nicht teilnehmen. Ich denke, wir wünschen ihm von dieser Stelle alles erdenklich Gute, gute Besserung. Und ich hoffe, dass er dann auch alsbald wieder bei uns sein kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor gut einem Jahr hat der chinesische Staatspräsident Xi erstmals Deutschland besucht. Und zu diesem Anlass sagte Bundespräsident Gauck, die großen Fragen des 21. Jahrhunderts sind nur gemeinsam mit China zu lösen. Und ich glaube, den Satz kann man auch heute unterschreiben, wenn wir an das Thema der internationalen Sicherheit, an das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch an das Thema von Klimaschutz denke, dann denke ich, ist es schon sinnvoll, dass wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit China hier weiter vorantreiben. Die Volksrepublik China ist eine Herausforderung, sowohl im Hinblick auf die Chancen, aber auch im Hinblick auf die Eingrenzung von Risiken. Und deshalb glaube ich, dass die von Handel geprägten Beziehungen zukünftig auch auf eine breitere Grundlage gestellt werden können. China hat sich zu einer weltbewussten, selbstbewussten Macht in der Welt entwickelt. Und ich glaube, die Zusammenarbeit können wir unsere beiden Länder zum gegenseitigen Nutzen weiter ausbauen. Deshalb freue ich mich, heute Abend hier zu diesem Fachkongress hochrangige Experten begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, Herrn Botschaftsrat Zheng Van Hua von der Botschaft der Volksrepublik China hier als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Botschaftsrat. Ebenfalls steht uns für dieses Gespräch zur Verfügung Herr Professor Sandschneider von der DGAB. Ich begrüße ihn als einen festen Baustein der außenpolitischen Politikberatung und einen ausgewiesenen China-Experten. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Sandschneider. Für Fragen der Handels- und Wirtschaftspolitik steht uns heute Abend von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Herr Dr. Hans-Günther Hilbert, zur Verfügung. Auch ebenfalls herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Hilbert. Und last but not least begrüße ich mit besonderer Herzlichkeit Frau Dr. Kirstin Xi-Kupfer vom Mercator Institute for China Studies. Sie haben als Wissenschaftlerin sich im Wesentlichen mit dem Thema auch Religionsfreiheit in der Volksrepublik China beschäftigt. Ebenfalls herzlich willkommen bei uns, liebe Frau Dr. Kirstin Xi-Kupfer. Meine Damen und Herren, China ist einer der wichtigen Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahre 2014 sind die deutschen Exporte nach China im Vorjahresvergleich um gut 11% angewachsen. Deutschland bleibt damit der wichtigste Handelspartner Chinas in der Europäischen Union. Der Trend ist weiter auszubauen. Wir konnten 2014 hier in Berlin die erste chinesische Handelskammer in Europa eröffnen. Ebenfalls hat der Bundeslandwirtschaftsminister im März 2015 hier in Peking das deutsch-chinesische Agrarzentrum eröffnet. Auch in der Umwelttechnik, denke ich, gibt es hier hervorragende Wachstumschancen, weil es der chinesischen Staatsführung schon darum geht, die Lebensqualität und die Luftreinheit auch als Kernziele ihrer Politik voranzutreiben. Aber meine Damen und Herren, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik
ist China eine wichtige Macht. Das gilt nicht nur für den pazifischen Raum. Ich erinnere mich an die Gespräche in meiner Zeit als Verteidigungsminister, auch im Hinblick auf die Unterstützung, wenn es um Sicherheitsmaßnahmen in der Region konkret geht. Aber es ist auch so, dass China natürlich seinen Verteidigungshaushalt entsprechend um 10% gesteigert hat, aber dafür auch, wie ich finde, wichtige Kontingente stellt im Rahmen der UN-Friedensmission. Von den ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat stellt China die meisten Truppen für die Peacekeeping-Einsätze. Allein 700 Peacekeeping-Soldaten im Sudan, 400 Soldaten für MINUSMA, wo ebenfalls wir engagiert sind, kommen aus der Volksrepublik China. Aber Deutschland steht für eine wertegebundene Außenpolitik. Und deshalb sprechen wir auch unseren Freunden die Lage der Menschenrechte an. Ich finde allerdings, dass gerade die Reform des Justizsystems, die auf dem Weg ist, konsequent umgesetzt zu werden, der Rechtsstaatsdialog doch eine wichtige, auch eine positive Entwicklung darstellt. Und andererseits hoffen wir, und dafür haben wir auch hier eine Expertin sitzen, dass im Hinblick auf das Thema der Religionsfreiheit, was ein besonderes Anliegen auch unserer Fraktion darstellt, wir hier vielleicht ein Stück weiterkommen können und einen Ausgleich, religiösen Ausgleich in der Volksrepublik China mit bewerkstelligen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem chinesischen Kalender ist das Jahr 2015 das Jahr des Schafes. Das Schaf zeichnet sich in der chinesischen Kultur durch seinen friedliebenden Charakter aus. Auch in der chinesischen Kultur steht das Schaf für Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit. Ich finde, das ist ein ganz gutes Motto, um unter dem Aspekt Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einen Rahmen auch für unseren Dialog zu setzen. Insofern wünsche ich unserem Fachgespräch einen sehr guten Verlauf und freue mich jetzt, das Wort weitergeben zu dürfen an Herrn Botschaftsrat Zheng Fan Hua für sein Statement. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Jung, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich grüße Sie auch ganz herzlich, auch stellvertretender für den Botschafter, der leider auf der Dienstreise in China ist und wäre sonst gerne gekommen zu dem Fachgespräch. Und das heutige Thema ist die Herausforderung China. Sehr interessant, aber mir wäre es lieber, wenn man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzt. Das ist aber ein Witz. Ich möchte gerne diese kurze Zeit des Statements ausnutzen, um zuerst drei Bemerkungen zu diesem Thema zu machen. Und erstens, China ist keine Herausforderung, nur weil es ein bisschen anders ist. China und Deutschland haben verschiedene Kultur und Geschichte. Unsere politischen Systeme sind unterschiedlich. Das sind Tatsachen, die man nicht verleugnen kann. Aber dass China ein sozialistisches Land ist, ist historisch bedingt und eine Wahl und Entscheidung der chinesischen Bevölkerung. Wer sich mit der modernen chinesischen Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß, dass wir in China nach dem Absturz des Kaiserhauses der Qing-Dynastie 1911 das westliche Modell der Demokratie mit Gewaltenteilung experimentiert haben. Abgesehen von dem Krieg, den wir die Kommunisten und der Kuomintang-Regierung gemeinsam gegen die japanische Aggression geführt und gewonnen haben, hat die Demokratie China aber nicht viel gebracht, aber politischer Chaos, endlose Kriegswirren, wirtschaftliche Verwerfungen mit hoher Inflation. Dass schließlich die Kommunisten an die Macht kommt,
und eine Volksrepublik ausriefen, war ohne breite Unterstützung der Bevölkerung nicht möglich. Aber der chinesische Sozialismus unterscheidet sich auch wesentlich von dem verkrusteten Modell der ehemaligen Sowjetunion und DDR. Wir haben durch ständige Reformen und Öffnung einer Entwicklungswege gefunden, der auf Pragmatismus setzt. Als typisches Beispiel haben wir im Sozialismus die Marktwirtschaft eingeführt, was bisher bewährt hat. An diesem vor allem friedlichen Entwicklungsweg wollen wir festhalten. Zweitens, China hat selbst mit genug Herausforderungen zu tun. Es ist allen bekannt, dass China mit der Politik der Reform und Öffnung in den vergangenen 35 Jahren große Erfolge erzielt hat. Es ist gar nicht übertrieben, diese Erfolgsgeschichte als ein Wirtschaftswunder zu bezeichnen. Aber deswegen sind die Probleme, die bei uns auftreten, nicht weniger geworden. Trotz rascher Entwicklung bleibt China aber immer noch ein Entwicklungsland. Auf der einen Seite ist China schon die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auf der anderen Seite aber steht China mit einem Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 7.000 US-Dollar im Jahr an der fast 80. Stelle der Welt. Im Vergleich erwirtschaftet man in Deutschland jedes Jahr pro Kopf 43.000 US-Dollar, also das Sechsfache. Wir haben nach den Standards der Weltbank noch 200 Millionen Menschen, die in Armut leben. Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die Umstrukturierung macht uns zu schaffen, weil China unter dem Druck steht, jedes Jahr 10 Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen zu müssen. In den Großstädten wie Peking und Shanghai beklagt man sich heute über schwerwiegende Umweltverschmutzung, vor allem über die Luftverschmutzung. Der Smog zum Beispiel ist ein heiß diskutiertes Thema und ein Politikum geworden. Außerdem sind wir konfrontiert mit dem Problem, wie der demokratische Wandel, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die Korruption und so weiter, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nun stellt sich die neue Führung Chinas, die seit mehr als 2 Jahren im Amt ist, der großen Aufgabe, mit allen diesen alten und neuen Herausforderungen fertig zu werden. China befindet sich also in einer neuen Phase der Reform und Öffnung. Aber Sie werden mir sicher zustimmen, dass es anders als leicht ist, Reform zu machen. Meine dritte Bemerkung, ein prosperierendes und verantwortungsbewusstes China bringt mehr Chance für die Welt. Trotz aller dieser Probleme und Herausforderungen blicken wir Chinesen relativ optimistisch in die Zukunft. Wir glauben, Chinas Reform und Entwicklung schaffen für die ganze Welt, nicht nur für uns selbst, neue Chancen der Zusammenarbeit. Wir werden den Marktzugang für ausländische Kapitalfirmen weiter liberalisieren. Wir werden ausländische Unternehmen genauso behandeln wie chinesische. Und als Schwerpunkt werden wir Dienstleistungsbereiche wie Finanzmarkt, Bildung, Kultur, Gesundheitswesen dem Ausland immer mehr öffnen. Obwohl Chinas Wirtschaft heute nur 7% wächst, ist sie immer noch einer der Hauptmotoren für die Weltwirtschaft. China ist für weltweit mehr als 21 Länder der größte Handelspartner. Mit Deutschland, hat der Herr Dr. Jung eben gesagt, mit Deutschland haben wir im vergangenen Jahr ein Handelsvolumen von ungefähr 177 Milliarden US-Dollar erreicht. Ein Wachstum von mehr als 10%. Für den Automobilbauer VW zum Beispiel machte der chinesische Markt schon ein Drittel aus. Und jedes Jahr reisen mehr als 100 Millionen kauflustige Chinesen ins Ausland. Wir haben neulich das Vorhaben, neue Seidenstraße zu Land
und zu Wasser ins Leben gerufen. Der Kern dieses Vorhabens ist die Förderung der Infrastruktur. Sie werden nicht nur China, aber auch den anderen mehr als 60 betroffenen Ländern Vorteile bringen. Das sind keine leeren Worte, sondern ganz konkret Unternehmungen. Wir haben zum Beispiel zur Finanzierung bereits einen Seidenstraßefonds mit 40 Milliarden US-Dollar eingerichtet. Behilflich sein kann auch die neu gegründete Asiatische Infrastruktur Investment Bank. Diese Bank, muss ich sagen, zu deren Mitglieder auch Deutschland gehört, ist keine chinesische Bank, sondern eine multilaterale und internationale Institution und für die bereits vorhandenen multilateralen Entwicklungsinstitutionen wie Weltbank und IWF eine sinnvolle Ergänzung. Ein weiteres Beispiel ist es, der chinesische Premier hat gestern bei seinem Besuch in Frankreich Chinas neue ehrgeizige Klimaziele verkündet. Unter anderem wollen wir die CO2-Emissionen maximal bis 2030 steigen lassen. Bis dahin soll auch die Industrie des Landes deutlich effektiver arbeiten. Also für das gleiche Produktionsergebnis soll dann bis zu 65% weniger CO2 freigesetzt werden. Dazu soll bis 2030 der Anteil nicht fossiler Energie auf etwa 20%. Heute liegen wir bei ungefähr 10% oder 11% und das muss verdoppelt werden. Damit wollen wir zeigen, China ist seiner Verantwortung, seiner Verpflichtung bewusst und gerne bereit, diese zu übernehmen, auch wenn es schmerzlich sein für China, für uns sein kann. Und abschließend danke ich der CDU-CSU-Fraktion sehr, dass sie mich einladen und mir diese Gelegenheit gewähren. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, anschließend mit anderen sehr kompetenten Referenten zu diskutieren und bin auch offen für Ihre Kommentare und Fragen. Vielen Dank. Ja, Herr Botschaftsrat Chang, herzlichen Dank für diesen einleitenden Vortrag. Wir haben uns verabredet, dass die Mitdiskutanten alle zum Anfang auch ein kleines Statement abgeben. Professor Sandschneider, Sie wären als Nächster dann am Mikrofon. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Jung, lieber Herr Grund, meine Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. In diesen Zeiten, wo alle über Griechenland reden, macht es ausgesprochen Spaß, doch noch einmal über China zu reden. Ich mache das ja nun schon ein paar Jahre und stelle immer wieder fest, China hat eine wunderbare Konjunktur, auf die man sich blind verlassen kann, wenn man sich mit China beschäftigt. Es gibt immer wieder einmal solche Zeiten wie jetzt. Da reden wir über andere Länder, aber China kommt immer wieder. China kommt regelmäßig wieder, so fange ich mal an, um Ihnen ein paar Blitzlichter zu setzen auf dieses riesige Land in wenigen Minuten. China kommt regelmäßig wieder, immer so Anfang, Mitte März eines jeden Jahres. Dann verfallen in schöner Regelmäßigkeit Journalisten weltweit in Schnappatmung, wenn nach dem Beschluss des Volkskongresses in Peking wieder einmal, Sie haben es erwähnt, die Wachstumsraten des chinesischen Militärhaushaltes bekannt gegeben werden. 10% plus, das waren auch schon mal 17% plus. Darüber kann man sich prächtig aufregen. Das tut man aber nur dann, wenn man erstens diesen Zahlen glaubt, und zweitens auch weiß, wenn man es in reale Zahlen übersetzt, ist das immer noch nur ein Fünftel der Militäranstrengungen der Vereinigten Staaten. Also lassen Sie mich vor diesem kleinen Zahlenhintergrund mal mit einem ganz einfachen Satz beginnen. Der Aufstieg Chinas, der uns als Herausforderung erscheint, so diskutieren wir es heute Abend, ist ein völlig normaler Prozess. Solche Auf- und Abstiege hat es über die Jahrhunderte hinweg immer wieder gegeben. Im vergangenen Jahrhundert waren die USA Aufsteiger, dann gab es aber auch mal einen Aufsteiger, der hieß UdSSR. Der ist dann hinterher gleich wieder abgestiegen und hat sich selbst zerlegt. Aber der Aufstieg Chinas ist ein völlig normaler Prozess. Warum? Wenn ein Land dieser Größe mit fast 1,4 Milliarden Menschen über drei Jahrzehnte zweistellig wächst, dann entsteht ein ganz normaler Mechanismus. Diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit übersetzt sich in politischen Einfluss. Der Botschaftsrat mag mir verzeihen, wenn ich sage, das merken wir Deutsche ja auch.
Dass unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Europa den ein oder anderen Einfluss mit sich bringt, erleben wir tagtäglich. Er übersetzt sich am Ende aber auch in militärische Leistungsfähigkeit. Und diejenigen, die sich zurückerinnern wollen, die militärische Modernisierung ist in den ersten Ansätzen zunächst zurückgestuft worden von Platz 3 auf Platz 4 in den berühmten 4 Modernisierungen, in der Erwartung, wenn es denn soweit ist, wird es auch dem Militär zugutekommen. Und das ist die Situation, die wir heute erleben. Im Übrigen, Herr Botschaftsrat, wenn ich China kleinreden möchte, dann mache ich das so, wie Sie es getan haben und übersetze alle Zahlen in Pro-Kopf-Zahlen. Alles, was Sie durch 1,4 Milliarden teilen, wird klein. Das schmälert nicht das wachsende Gewicht Ihres Landes in der internationalen Politik, nicht nur regional, sondern auch global. Der zweite Gesichtspunkt, wer auf China schaut und nur diesen beeindruckenden Aufstieg sieht, der macht einen gewaltigen Fehler. Sie selbst haben mir die Arbeit praktisch schon abgenommen, Herr Botschaftsrat, und haben einige der drängenden Probleme, die China derzeit hat, angesprochen. Gott sei Dank bin ich nicht in der Situation, mit irgendwelchen Regierungschefs Stellen tauschen zu müssen, aber ich würde am liebsten sicherlich im Moment nicht mit Frau Merkel tauschen wollen, aber mit Ihrem Präsidenten würde ich mit Sicherheit nicht tauschen wollen. Wenn Sie sich die Problemlage Chinas anschauen, dann staunt man eigentlich, dass es der Kommunistischen Partei Chinas immer noch gelingt, dieses Land stabil zu halten. Und das ist formal zumindest so, obwohl die Instabilitäten hochriskant sind und jederzeit virulent werden können. Mir fällt auf, dass die chinesische Regierung mit Argusaugen bestimmte Dinge beobachtet, die sowohl in Hongkong gelegentlich stattfinden, die aber auch mit dem zu tun haben, was ich gerne den Bouazizi-Faktor nenne. Der Mann, der sich in Tunesien selbst angezündet hat, ein No-Name, wir kannten ihn nicht, bevor er das getan hat. Wir haben seinen Namen seither auch vergessen und trotzdem hat er die Arabellion ausgelöst. In China gibt es, naja, je nachdem wie Sie rechnen, 100.000, 120.000 solche No-Names, die jedes Jahr durch soziale Unruhen auffällig werden. Und die spannende Frage heißt, wann springt so ein Funke? Niemand von uns kann es prognostizieren, aber wir müssen auch den Blick dafür öffnen, was hält dieses Land eigentlich stabil. Ich will Ihnen mal 3, vielleicht 4 Gruppen sagen, die ein massives Interesse daran haben, dass China trotz seiner enormen innenpolitischen Probleme stabil bleibt. Das erste sind etwas über 80 Millionen Parteimitglieder. Das ist eine Binse, sagt man heute, glaube ich, modern dazu. Wer der Kommunistischen Partei angehört, ist darauf angewiesen, dass diese Partei an der Macht bleibt, damit die Karrierepläne funktionieren. Das zweite sind die von Ihnen angesprochenen mehrere hundert Millionen Menschen, die China nicht nur aus der äußersten Armut herausgeführt hat, sondern eben auch zu Mittelschichtangehörigen gemacht hat. Diese Gruppe ist vielleicht nicht ganz identisch, aber diese Menschen haben ein wachsendes Interesse daran, dass Stabilität erhalten bleibt, damit ihr Wohlstandsfortschritt erhalten bleibt. Die dritte Gruppe, die sollten wir nicht unterschätzen. China verfügt über hervorragende, nennen wir sie doch einmal Technokraten, ohne das abwertend zu meinen, bestens ausgebildete Fachleute in allen unterschiedlichen Gebieten, die sich lässig mit ihren westlichen Kolleginnen und Kollegen in der Qualität ihrer Ausbildung, ihrer Leistungsfähigkeit messen können. Auch die haben nicht nur aus Karrieregründen ein Interesse an Chinas Stabilität. Und letztens, meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Volksbefreiungsarmee nicht vergessen. Meistens fällt die raus aus solchen Rechnungen. Seit dem 1. August 1927, das ist der offizielle Gründungstag der Volksbefreiungsarmee, dient diese Armee der Partei. Im Aufstieg, im Kampf um die Macht und im Machterhalt. Sie hat es immer getan, wenn es kritisch geworden ist. Und niemand würde sich wünschen, dass in China eine Situation entsteht, wo diese Machtressource noch einmal gezogen werden muss. Meine dritte Feststellung, was immer wir aus westlicher Sicht von China erwarten, wir müssen davon ausgehen, dass die Prioritäten der chinesischen Regierung übrigens auch über mehrere Führungen hinweg jetzt konstant geblieben sind. Und sie heißen Stabilität, Souveränität und Wachstum. Die chinesische Regierung tut nichts, was stabilitätsgefährdend sein könnte. Sie tut alles, um die Souveränität des Landes zu erhalten. Die Stichworte Xinjiang und Tibet gehören ebenso dazu wie Taiwan oder das Süd- und Ostchinesische Meer. Und sie tut natürlich auch alles, um die Grundlage dieses wirtschaftlichen Erfolges, nämlich das Wachstumsmodell,
in einer schwierigen Phase weiter fortsetzen zu können. Wir sollten vorsichtig sein. Sie haben davon gesprochen, Herr Botschaftsrat, dass China bereit ist, seine Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es Kosten mit sich bringt. Vor einigen Jahren war Ihre politische Führung sehr viel vorsichtiger, das zu sagen. Und Sie erinnern sich vielleicht an einen bekannten Amerikaner, sein Name ist Bob Sölig, er war mal Direktor der Weltbank und hat davor lange an amerikanischen Administrationen gedient. Ich halte es für geradezu fahrlässig, leichtsinnig, China einzuladen, zu einem Responsible Stakeholder zu werden. Die Fahrlässigkeit und Leichtsinnigkeit besteht darin, dass wir mit einem solchen Satz erwarten, dass China unser Geschäft betreibt. Aber warum sollte China das tun, meine Damen und Herren? Kein Land der Welt tut das. China betreibt sein eigenes Geschäft. Und das Problem ist, mir scheint die Definition von responsible aus chinesischer Sicht eine deutlich andere zu sein als aus westlicher Sicht. Und wenn Sie das nicht in Ihre China-Beobachtung mit einpreisen, dann steht Ihnen das ein oder andere böse Erwachen bevor. Heute heißt das, so nennt es der chinesische Präsident, den chinesischen Traum. Dahinter steckt allerdings eine Strategie, die man genau beobachten muss, und wir tun das, glaube ich, aus meiner Sicht nicht genau genug, um sie einschätzen zu können, wie sie wirkt, wie sie auch weltpolitische Gewichte mit verschieben wird. Sie haben von der Seidenstraßenstrategie gesprochen, zu Land und zu Wasser. Ich finde das eine bemerkenswerte Strategie, weil aus chinesischer Sicht stellen Sie einen Augenblick die Weltkarte vor. Alle großen sogenannten Choke Points dieser Welt, Kontrollpunkte für Handelswege, für alles Mögliche, sind fest in amerikanischer Hand. Die Straße von Panama, Gibraltar, der Suezkanal, Hormuz, Malakka, selbst sogar die Straße von Taiwan ist nicht frei von amerikanischem Einfluss. Aus chinesischer Sicht ist das eine global strategisch gedacht problematische Situation. Wo will China hin, meine Damen und Herren? Ich wage die These, dass unsere chinesischen Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie strategisch über die Zukunft Ihres Landes nachdenken, zunächst einmal zurückdenken. Aber Sie denken nicht zurück ins Jahr 1949 oder 1978 oder vielleicht 1840. Sie denken zurück nach 1435. Das war das Jahr, in dem die chinesische Hochseeflotte, 200 Schiffe, 40.000 Mann Besatzung, eingemottet wurde und China begann, eine Mauer zu bauen. Symbolischer können Sie die Selbstabschließung Chinas kaum ausdrücken. Damals aber, ein halbes Jahrhundert, bevor Christoph Kolumbus einen Fehler gemacht hat und glaubt, er wäre in Indien gelandet, konnten die Chinesen Hochsee segeln. Sie waren an der Küste Afrikas, sie waren an der Küste Lateinamerikas, sie beherrschten Kartografie, den Kompass, sie haben das Schießpulver erfunden, sie hatten Porzellan. Sie waren damals die technologisch führende Macht der Welt. Fragen Sie mich wirklich, wohin China perspektivisch möchte? Und das, lieber Herr Botschaftsrat, das dürfen Sie nicht sagen, das sagt auch Ihr Botschafter nicht, das sagt auch Ihre Regierung nicht, das würde ich an Ihrer Stelle auch nicht sagen. Aber es ist klar, wenn man beispielsweise die große Gelassenheit, mit der Ihr Staatspräsident gestern die Asia Investment, Infrastructure and Investment Bank eröffnet hat, die Genugtuung, dass Amerikaner und Japaner daran nicht teilnehmen, die war selbst chinesischen Journalisten vorzuenthalten. Die Begeisterung, dass es da gelungen ist. Ja, es ist nicht die erste multilaterale Institution, die China auf eigene Initiative gründet. Die erste war meines Wissens die Shanghai Cooperation Organization zusammen mit Russland und den zentralasiatischen Staaten. Aber da zeichnet sich ab, wie China sich in seiner neuen Machtposition, die, ich sage es noch einmal, die völlig normal ist, insofern eine Herausforderung, aber nicht im negativen Sinne ist, neu positioniert. China sieht die globale Dominanz der Vereinigten Staaten, China spürt den Druck der Vereinigten Staaten und reagiert mit einer String of Pearls zur See in Südostasien und mit einer klassischen Landmachtstrategie, bemerkenswerterweise, was die alte, neue Seidenstraße angeht. Manchmal fällt es uns schwer, zu lesen, wie die Symbolik chinesischer Politik funktioniert. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Der von Ihnen angesprochene erste Staatsbesuch Ihres Präsidenten hatte einen markanten Höhepunkt. Den hat kein Deutscher verstanden. Wissen Sie, wo der war? Der war nicht in Berlin, der war in Duisburg. Warum Duisburg? Der Präsident hätte die Möglichkeit gehabt, die neuen
Geschäftsräume des größten chinesischen Privatunternehmens in Deutschland zu besichtigen. Huawei heißt die Firma. Aber er fährt auf den Güterbahn noch nach Duisburg. Das ist aus chinesischer Sicht der westliche Endpunkt der Landverbindung zwischen der chinesischen Pazifikküste und Europa. Das ist symbolisch die neue Seidenstraße. Und das hat der Präsident versucht deutlich zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in China besser verstanden hat als in Deutschland. Lassen Sie mich abschließend, wir werden ja sicherlich viele unterschiedliche Aspekte noch ansprechen, auch durch Ihre Fragen motiviert, eines noch einmal in großer Deutlichkeit sagen, mit der Gelassenheit von jemandem, der seit 32 Jahren versucht, China zu verstehen. Das ist mir irgendwie bis heute noch nicht gelungen, weil ich bei jedem Versuch, eine neue Facette zu entdecken, eben wieder was Neues entdecke und mich manchmal wundere, wie schwierig es ist, auch für Politik, die das ja nicht hauptberuflich nur mit diesem einen Land macht, China so zu lesen, wie man es wahrscheinlich lesen müsste. Und das gilt bedauerlicherweise nicht nur für China. Ich glaube, wir wissen über Länder wie China, die aufsteigen, die für uns wirtschaftlich wichtig sind, die aber auch in wachsendem Maße wesentlichen Einfluss auf die Neuordnung einer Welt, die im Moment weitestgehend ohne festgefügte Ordnung ist, Einfluss nehmen werden, wie wenig wir von diesen Ländern wissen und wie wenig Mühe wir uns machen, uns mit diesen Ländern zu beschäftigen. Pekinologie hieß das einmal vor 30 Jahren. Damals hatten wir fast keine Daten über China. Wir haben aus chinesischen Texten versucht, Kaffeesatzlesen für Fortgeschrittene zu betreiben. Ich habe so begonnen, so habe ich mein Handwerk einmal gelernt, vor 30 Jahren mich mit China zu beschäftigen. Und deshalb sage ich aus meiner heutigen Sicht, damals wussten wir genauso viel über machtpolitische Zusammenhänge in China wie heute. Zwischenzeitlich haben uns unsere chinesischen Freunde durch statistische Jahrbücher nur mit Zahlen und Daten überschwemmt. Wir konnten plötzlich Local Studies betreiben und jedes einzelne Provinznest in China ausforschen lassen auf Magister- und BA-Ebene. Besser verstanden haben wir China damals wie heute deswegen nicht. Damals haben wir wenig über China gewusst. Heute wissen wir deutlich mehr, aber das Verständnis ist auf der Strecke geblieben. Und manchmal frage ich mich dann auch, ob wir nicht ein wenig tunnelblickig sind, wenn wir mit unseren eigenen Vorstellungen an dieses Land herangehen und uns dann ein ums andere Mal wundern, dass Chinesen anders reagieren. Das gilt für die Menschenrechtsfrage, die wir vielleicht im Detail noch weiter diskutieren werden. Das gilt aber auch beispielsweise für ein großes Thema der letzten Jahre, Verletzung von geistigem Eigentumsrecht. Das war bei allen Politikerreisen hoch oben auf der Agenda und siehe da, in dem Maße, wie das für chinesische Unternehmen zu einem Problem wird, ist die chinesische Regierung auch in der Lage, die Gesetze, die sie ja hat, entsprechend umzusetzen und die Klagen werden leiser. Das gilt für Umweltthematiken, Sie haben sie angesprochen, Herr Botschaftsrat, niemand muss der chinesischen Regierung erklären, was da los ist. Wir werden uns also, meine Damen und Herren, darauf einstellen müssen, dass dieses Land, und es ist im Übrigen nicht das Einzige, China ist nicht allein, Brasilien, Indien, Südafrika, ja vielleicht sogar Russland mit einem völlig anderen und im Augenblick sicherlich eher problematischen Ansatz, gehören dazu. Sie fordern uns heraus in dem Selbstbewusstsein, das wir entwickelt haben über 40 Jahre, dass wir es sind, die die Regeln der Weltpolitik bestimmen, dass wir die Weltbank und den IWF kontrollieren. Die Frage, wer wird da Chef, ist eine Frage der Abstimmung zwischen den Europäern und den Amerikanern. Und da wird gewechselt im festgelegten Rhythmus. Das werden diese Länder nicht mehr akzeptieren. Und wenn Sie sich fragen, wo die Motivation für AIIB herkommt, dann sagt Ihnen, in dem Falle war das kein Chinese, sondern ein Brasilianer, ein offizieller Vertreter, ganz offensichtlich, wenn ihr uns nicht an den Tisch lasst, dann bauen wir unsere eigenen Tische. Und das heißt, dann werden Institutionen, die westlich dominiert waren, die Weltpolitik bestimmt haben, plötzlich umgangen. Von Institutionen, die uns vielleicht noch ein bisschen klein und nicht so leistungsfähig vorkommen, aber meine Damen und Herren, an der Stelle zitiere ich jetzt abschließend den Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland. Wenn Sie den auf solche Probleme ansprechen, antwortet er mit einem einfachen Satz. Der Satz heißt, wir haben Geduld. Und denken Sie einen Augenblick darüber nach, ob das eine fröhliche Aussage ist oder vielleicht doch ein bisschen auch eine kleine Drohung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Professor Sandschneider. Dr. Hilbert, bitte um Ihren Vortrag.
Sehr geehrter Herr Dr. Jung, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, an dieser Stelle heute teilnehmen zu können an der Diskussion. Ich möchte anders als meine beiden Vorredner weniger über China sprechen, als vielmehr über deutsche Außenpolitik und unsere Reaktion auf die Herausforderungen. Das ist vielleicht ein etwas einfacheres Terrain als das meiner Vorredner. Und zwar zweigeteilt. Zunächst einmal das Wort der Herausforderung China möchte ich aufgreifen und dann die Frage, wie gut hat sich denn deutsche Außenpolitik bisher geschlagen? Ja, was ist die Herausforderung? Ich würde sagen, es sind drei Dimensionen. Es ist politisch, es ist ökonomisch und es ist ordnungspolitisch, ideologisch. Ökonomisch vielleicht am einfachsten und fast schon die geringste Herausforderung. Chinas Wachstum über die letzten 3,5 Dekaden mit durchschnittlich 10% pro Jahr, auch wenn es jetzt etwas abflacht, hat China katapultiert zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht und in kurzer Zeit wohl zur größten. Chinas Aufstieg wirtschaftlich und wohl auch politisch ist die Story unserer Zeit. Und das bedeutet im Wirtschaftlichen zunächst mal etwas sehr Positives. China wächst, es ist mehr Einkommen, mehr und mehr Nachfrage in China. Dadurch wird der Kuchen insgesamt für die Welt größer. Es entstehen Chancen für Einkommen, für Arbeitsplätze, für Exporte und auch für günstigere Zulieferungen aus China. Das ist an sich eine sehr gute Nachricht. Aber es gibt natürlich auch ökonomische Verlierer. Die sind insgesamt, die Verluste sind sehr viel geringer als die Gewinne. Aber es gibt eben auch Probleme und Anpassungserfordernisse. Es gibt Industrien, die verdrängt werden. Es verändern sich die Preise auf den Weltmärkten. China wird zu einem Konkurrenten auf Industriemärkten, auf den Märkten für Rohstoffe und Energie. Die CO2-Belastung in der Welt wird größer. Das erfordert mehr Anforderungen von allen zu reduzieren. Also insofern auch Anpassungserfordernisse. Die zweite Herausforderung ist politisch. China steigt zur Großmacht auf und im politischen Bereich ist es anders als im ökonomischen, das ist ein Nullsummenspiel. Also wenn Macht A Macht gewinnt, dann wird Macht verlieren. Und da wird es halt problematisch, zum Teil im sino-amerikanischen Verhältnissen, aber auch im asiatischen Raum. China ist die regionale Vormacht in Asien und das schafft Probleme. Und das Dritte ist die ideologische, die ordnungspolitische Herausforderung. Herr Sandschneider hat es schon angedeutet, hat es schon gesagt, Chinas Ordnungsvorstellungen sind nicht unbedingt die unseren. In Bereichen wie Multilateralismus, demokratische Entscheidungsfindung, Menschenrechte, Gleichheit der Staaten, Rechtsstaatlichkeit gibt es Unterschiede und die Ordnungsvorstellungen der zukünftigen Welt müssen nicht notwendig sein, die der Westen in den letzten Jahren hervorgebracht hat und für die der Westen steht. Ja, soweit die Herausforderung. Wie ist deutsche Außenpolitik damit bisher umgegangen? Also meine Einschätzung ist eigentlich, dass wir uns sehr gut geschlagen haben, insbesondere wenn wir uns vergleichen mit anderen OECD-Ländern, anderen europäischen Ländern. Wir haben eine sehr breite Grundlage der deutsch-chinesischen Beziehungen. Seit 17 Jahren regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs jedes Jahr. Beiderseitig sehen sich beide Seiten als strategische Partner, die gemeinsam Verantwortung für Frieden, Stabilität und Wohlstand tragen. Seit 2011 gibt es Regierungskonsultationen bilateraler Art. Wir haben auf etwa 60 regelmäßig durchgeführte Dialogformate zwischen den Regierungen beider Länder auf Ministeriumebene. Beispiele wie der Menschenrechtsdialog, Rechtsstaatsdialog, der deutsch-chinesische gemischte Wirtschaftsausschuss, aber dann auch Dinge wie Normung, Zertifizierung, Stadtentwicklung, Urbanisierung und. Sehr, sehr ausgeprägt. Die neuesten Initiativen sind der deutsch-chinesische strategische Außen- und sicherheitspolitische Dialog, ein hochrangiger Finanzdialog unter Einbeziehung der Zentralbanken und der
Innovationsdialog. Ich würde auch sagen, dass Handel und Wirtschaft, dass das die stabile Basis der Beziehung darstellt, durchaus angemessen und richtig ist. Industrie, Handel, Wirtschaft, Technologie sind nun mal die Kompetenzen Deutschlands. Und das ist das, was China interessiert, kommerziell und auch für die Entwicklung. Und auch Deutschland hat Interesse daran, die beidseitigen Beziehungen zu entwickeln. Das ist ein Interesse der deutschen Wirtschaft, aber auch ein Interesse der deutschen Steuerzahler an den deutschen Staat. Da China und Deutschland sehr komplementäre Wirtschaftsnationen sind, macht es auch Sinn, die Beziehungen zu intensivieren. Und wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen und beide Seiten können da durchaus noch profitieren. Und da würde ich mal sagen, dass wir heute in Bezug auf China so gut dastehen. Natürlich ist das in erster Linie den deutschen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft geschuldet, aber auch die deutsche Politik hat da einen ganz guten Job gemacht, da zu unterstützen. Wir haben heute, anders als viele andere westliche Länder, weiterhin in China ein sehr gutes Ansehen. Das liegt nicht nur am Deutschlands Beitrag zur Chinas Entwicklung, sondern auch insgesamt die deutschen Konsumgüter sind gut angesehen, die Autos, die Hochtechnologie, auch die deutsche Zuverlässigkeit. Und es gibt keinen negativen Blick Chinas auf die deutsche Vergangenheit. Heute werden deutsche Positionen in der chinesischen Politik gut wahrgenommen. Deutschland wird nicht gesehen als sicherheitspolitische Bedrohung wie etwa die USA oder Japan. Und insgesamt hat es auch positive Nebenwirkungen in Asien. Also der Status Deutschlands in Asien ist auch insgesamt gestiegen, dadurch, dass wir so ein gutes Verhältnis mit China haben. Japan, Australien, Korea, Vietnam sind alles Staaten, die den Dialog mit Deutschland suchen, um über China zu sprechen. Also insgesamt würde ich sagen, Deutschland ist da erfolgreicher als andere OECD-Staaten, vielleicht Korea oder Neuseeland ausgenommen. Schaut mal, aber absolut betrachtet kann man sagen, Deutschlands Außenpolitik ist ein Misserfolg. Ein Misserfolg deshalb, weil das, was sich eigentlich deutsche Außenpolitik oder deutsche Wünsche gegenüber China, was man sich vorstellt, ist nicht unbedingt eingetreten. Also, was wäre unser Wunschbild? Unser Wunschbild wäre ein China, das ausländische Unternehmen gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen anbietet, das rechtsstaatliche Reformen umsetzt, das sich positiv im Innern liberalisiert und die Menschenrechte respektiert. Es wäre ein China, das international in Fragen kooperiert wie Klimaschutz, Antiproliferation, multilaterale Handelsliberalisierung. Das tut China, aber nicht unbedingt in der Art und Weise, wie man es in Deutschland gerne hätte. Da gibt es Interessensunterschiede. Es wäre aber auch ein China, das in Fragen der internationalen Ordnungspolitik ähnliche Vorstellungen wie Deutschland und Europa hat es nicht. Man würde sich auch wünschen, ein China, das in Frieden und Stabilität mit seinen Nachbarn lebt. Und da kann man nach den Ereignissen des letzten Jahres im südchinesischen Meer, kann man da zumindest ein Fragezeichen stellen. Insofern kann man sagen, vielleicht doch nicht so gut. Ein weiterer Punkt ist, wir haben weiterhin Ungewissheiten, wie sich diese dreifache Herausforderung in der Zukunft stellen wird. Sind wir da weitergekommen in den letzten Jahren? Hat sich Deutschland da besser vorbereitet? Im wirtschaftlichen Bereich würde ich sagen, ja. Nicht ausreichend, aber schon ja. Im politischen, im ordnungspolitischen Bereich hätte ich schon einige Fragezeichen. Ein weiterer Punkt wäre, wir sind in Deutschland, wie im Westen insgesamt, in den letzten Jahren immer wieder von China überrascht worden. Sei es die Wettbewerbsvorstöße in deutsche angestammte Industriesektoren, sei es der globale Preisschub im Energie- und Rohstoffbereich oder sei es, dass China sich avanciert hat zum wichtigsten Partner Afrikas, dass China heute der größte Entwicklungshilfegeber weltweit ist, noch größer als die Weltbank, sei es, dass auf einmal China der wesentliche Partner Europas war, wenn es darum ging, vor 4, 5 Jahren die Finanz,
die Euro-Finanzkrise in den Griff zu bekommen. Damals ist Klaus Regling nach China gefahren, um China zu bitten Investitionen in den ESFF-Fonds. Dann hat China bestimmte Forderungen gestellt, die Klaus Regling nicht das Mandat hatte, darüber zu reden. Auch heute, die Seidenstraßeninitiative, ist eine neue Herausforderung, die auf Europa zukommt und die gewissermaßen auch uns überrascht hat. Also die wirtschaftliche Dynamik und auch die politische Entschlossenheit, global aktiv zu sein, hat Deutschland und Europa immer wieder überrascht. Und da war die Außenpolitik wie auch die gesamte Gesellschaft und Politik in Europa ungenügend vorbereitet. Vielleicht, um das Ganze abzuschließen, ich hätte 3-4 Punkte, wo ich vielleicht anregen würde, wie deutsche Außenpolitik, die, wie gesagt, bisher sehr gut war, wie sie aber noch besser werden kann. Zunächst mal, was wir brauchen, wäre ein einheitliches und kohärentes europäisches Handeln gegenüber China. Außenpolitik ist bekanntermaßen ein Mehrwert Europas. Europa gewinnt gegenüber China wie auch gegenüber anderen Ländern, wenn es einheitlich auftritt. Es gewinnt an Respekt, an Verhandlungs- und Durchsetzungsmacht. China sollte weit oben auf der Agenda Europas stehen. Nicht die Dauerkrisen, die immer wieder kommen. Der Dialog zu China hat zu wenig stattgefunden bisher. Man bräuchte einen europäischen Konsens. Ein Konsens etwa darüber, ob man Chinas wirtschaftliche Herausforderung eher liberal oder eher merkantilistisch reagieren sollte. Ein Konsens auch darüber, wo die Haltung Europas ist im amerikanisch-chinesischen Konflikt. Auch wie die Haltung Europas zu den Ordnungsvorstellungen Chinas sein sollte. Wir bräuchten auch eine größere europäische Solidarität, wenn es Konflikte zwischen China und einzelnen europäischen anderen oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, wie es immer wieder gegeben hat, wie vor 2 Jahren mit dem Vereinten Königreich, vor einigen Jahren mit Frankreich, auch Deutschland war mal in der Reihe. Da bedarf es stärkerer europäischer Solidarität. Zweiter Punkt. Wir sollten die politische und ordnungspolitische Dimension des chinesischen Aufstiegs besser in Europa wahrnehmen. Und wir sollten dies auch außenpolitisch aufnehmen. Wir sollten klar machen, dass wir betroffen sind, wenn Frieden und Stabilität in Ostasien gefährdet sind, dass das halt auch Europa berührt. Wir sollten auch klar machen, dass wenn es zu einem Bilateralismus zwischen den USA und China kommt, der Europa ausschließt, dass wir dann betroffen sind und das eigentlich nicht so haben möchten. Dritter Punkt wäre, was ich mir wünschen würde, eine stärkere Sensibilität in Bezug auf die strategischen Intentionen chinesischer Politik. Also ich denke da an Wirkungen auf Drittländer, wenn wir bilateral mit China agieren. Wenn wir eng mit China zusammenarbeiten, so hat das immer auch Wirkungen etwa auf die Staaten Asiens. Wir akzeptieren, dass China für Asien spricht. Das sehen aber Länder in Südostasien, in Japan, in Korea, in Australien manchmal anders. Wenn wir bilateral mit China sprechen als Deutsche, hat das natürlich dann auch Rückwirkungen auf die europäische Ebene. Auch das sollten wir stärker sensibel sein. Und schließlich hat es auch Wirkung auf das transatlantische Verhältnis. Und da, das wäre mein vierter Punkt, da wäre mein Wunsch, dass wir eine angemessene Positionierung in der transatlantischen Abstimmung mit den USA vornehmen. Auf der einen Seite sicherlich Europa ist Bündnispartner der USA, aber Europa hat auch eigene ordnungspolitische Vorstellungen und Interessen, die sich teils von den USA unterscheiden. Dennoch macht es manchmal Sinn, gegenüber China abgestimmt vorzugehen mit den USA. Hier wäre Raum für Verbesserung. Ich nenne 2 Beispiele. USA und China haben konzertiert Druck auf China ausgeübt. USA und Europa haben konzertiert auf China Druck ausgeübt,
um Standards der Produktsicherheit zu verbessern. Das wäre von den USA oder von den EU alleine wahrscheinlich in dem Maße nicht möglich gewesen. USA und Europa haben gemeinsam vor der WTO geklagt gegen chinesische Exportrestriktionen im Bereich der seltenen Erden. Eine Klage, die Erfolg hatte. Das sind Bereiche, wo vielleicht ein abgestimmtes Vorgehen sinnvoll wäre. Mit diesen vier Punkten möchte ich enden und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hilbert. Und nun der Beitrag von Frau Schiekupfer. Bitte schön. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Jung, sehr geehrte Vertreter der CDU-CSU-Fraktion, auch ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, heute hier zu sein und freue mich, mit Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gespräch zu kommen. Gestatten Sie mir vorab eine Bemerkung. Ich finde es bemerkenswert, wie nah uns China gekommen ist. Das merken wir schlicht und ergreifend auch daran, dass die Volksrepublik bei dem Thema, das uns tagesaktuell so sehr beschäftigt, die Griechenland-Krise auch eine durchaus gewichtige Rolle spielt. Sie haben es sicherlich der Presse entnommen, dass Ministerpräsident Li Keqiang im Rahmen des China-EU-Gipfels, der am Montag in Brüssel stattgefunden hat, angedeutet hat, und es haben ja auch schon einige Schritte in die Richtung stattgefunden, Griechenland bzw. die EU bei dieser Krise zu unterstützen. Nicht direkt, dass er jetzt direkte Finanzhilfen anbieten würde, aber China hat ja auch im Rahmen der schon erwähnten Seidenstraßeninitiativen in Griechenland bereits investiert und hat auch angekündigt, sein Engagement dort zu verstärken. Also China positioniert sich bewusst auch gerade in dieser jetzt für Europa, für Deutschland sehr aktuellen Krise als verantwortungsbewusste Weltmacht. Das Mercator-Institut für China-Studien in Berlin hier steht für praxisorientierte China-Forschung. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden vier sehr konkrete Handlungsempfehlungen unterbreiten für eine konstruktivere Gestaltung der deutschen / europäischen chinesischen Beziehung. Das ist ja eine Frage, denke ich, eine Kernfrage des Fachgesprächs heute und sicherlich auch ein ganz konkretes Feld, womit Sie ja auch als Abgeordnete, als Politiker tagtäglich konfrontiert sind. Der erste Aspekt steht unter dem Stichwort Ermutigung. Ich denke, wir sollten wahrnehmen, dass einige von Chinas politischen Initiativen Transparenz und Verantwortungsbewusstsein implizieren. Und darin sollte Peking ermutigt werden und auch bestärkt werden. Ich möchte das an zwei Beispielen illustrieren. Zum einen das ja durchaus sehr schwierige Terrain der Menschenrechtspolitik. Die chinesische Regierung hat am Freitag einen eigenen Bericht zur Lage der Menschenrechte in den USA, aber auch in Europa verabschiedet. Das ist diplomatische Tradition. Einen Tag zuvor hat die USA einen entsprechenden Bericht in Bezug auf die Menschenrechtslage in China veröffentlicht. Dieser Bericht ist sehr bemerkenswert aus zwei Gründen. Zum einen hat China darin auf Basis einer sehr umfassenden Auswertung US-amerikanischer Medien und auch US-amerikanischer Regierungsberichte und auch entsprechender Dokumente in Europa sehr umfassend wichtige Probleme in den Bereichen Menschenrechtsverletzung auch hier im Westen angesprochen. Ganz zentral war dabei die Frage der Diskriminierung bzw. auch der gewalttätigen Ausschreitungen gegen Ausländer hier in Europa, auch Animositäten, Diskriminierung in Bezug auf die Flüchtlingsfrage und auch in den USA die jüngsten gewalttätigen Ereignisse gegen Afroamerikaner. Das zweite Bemerkenswerte, dass China dabei explizit den Medienpluralismus und die Pressefreiheit hier in den westlichen Staaten genutzt hat, um diesen Bericht zu unterfüttern. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, über diesen Einstieg genau darauf zu sprechen zu kommen. Dass es offensichtlich etwas ist, was China sehr schätzt, um auch seine eigenen Berichte zu verfassen. Ein zweites Beispiel ist der Umweltbereich. Dort hat China im Rahmen des seit 1. Januar in Kraft getretenen Umweltschutzgesetzes beschlossen, dass
NGOs, Nichtregierungsinstitutionen, lokale Unternehmen wegen Verstoßes von Umweltschutzauflagen verklagen können. Das ist ein Novum und durchaus sehr begrüßenswert. Und ich denke, gerade die deutsche Erfahrung macht deutlich, dass nur durch eine breite Bürgerbeteiligung, durch öffentlichen Druck Umweltschutz wirklich zu lösen ist, neben natürlich den entsprechenden Technologien. Aber auch da ist das sicherlich ein Bereich, wo China bestärkt werden könnte und wo auch die deutsche Erfahrung, denke ich, gerne in China bereits heute schon gehört wird. Also breite Bürgerbeteiligung und öffentlicher Druck. Ein zweiter Aspekt, den ich nennen möchte, eine zweite Handlungsempfehlung, steht unter dem Aspekt klare rote Linien. Es gibt nämlich durchaus andere Verhaltensweisen der Volksrepublik, die in Deutschland und in Europa zu Recht auf große Besorgnis stoßen und die aus meiner Sicht auch wirklich jedes Vertrauensverhältnis erschweren. Und diese roten Linien sollten aus meiner Sicht auch sehr klar kommuniziert werden. Auch dafür möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben. Zum einen das Stichwort westliche Infiltration, was in der chinesischen Presse und auch von Seiten chinesischer Regierungsvertreter immer mal wieder gefallen ist. Westliche Infiltration bedeutet, dass sozusagen die USA, aber generell der Westen versuchen, das chinesische System zu torpedieren, ähnlich wie sozusagen, dass ein ähnliches Ergebnis dabei rauskommt wie die Farbenrevolutionen, die sogenannten in Osteuropa oder auch der Ukraine. Wenn China westliche Institutionen per se als feindliche Kräfte bezeichnet, als feindliche Infiltranten wahrnimmt, dann ist das hier in der Zusammenarbeit schwer zu vermitteln. Und ich denke, das sollte dann der chinesischen Seite auch klar deutlich gemacht werden. Zweites Beispiel sind Rechtsverstöße in China und illegale Vorgehensweisen gegen die eigene chinesische Gesetzgebung. Zum Beispiel die nicht rechtsbasierende Festsetzung von korrupten Kadern, beispielsweise auch öffentliche Geständnisse von Verdächtigen, die sich noch in Untersuchungshaft befinden. Das hatten wir in China jetzt mehrfach, bekannte Mikroblogger, die während der Untersuchungshaft im chinesischen Staatsfernsehen vor laufenden Kameras zu Geständnissen gezwungen worden sind. Das ist etwas, was auch nach dem chinesischen Gesetz nicht legal ist. Und nicht zuletzt auch solche Phänomene wie der Hausarrest von Liu Xia, das ist die Frau des inhaftierten Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo. Auch das ist etwas, was nach dem chinesischen Gesetz wohlgemerkt nicht gestattet ist. Und das sollte man, denke ich, auch deutlich der chinesischen Seite kommunizieren beziehungsweise nachfragen, warum das denn so ist. Mein dritter Punkt steht unter dem Stichwort konstruktive Nutzung des innerchinesischen Interessenspluralismus. Chinas Politik, das wissen Sie alle, das haben meine Vorredner auch sehr kompetent deutlich gemacht, ist durch zunehmenden Interessenspluralismus und auch durch innerchinesische Konflikte gekennzeichnet. Das heißt, Deutschland und Europa hat die Chance, gerade solche Akteure in China zu identifizieren und auch deren Positionen, die möglicherweise den deutschen und europäischen Interessen nahestehen. Auch da möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben. Erstes Beispiel ist die Internetpolitik bzw. die IT-Politik in China. Westliche Unternehmen beklagen sich ja zunehmend darüber, dass die Internetzensur, das heißt vor allen Dingen die sehr gedrosselte Geschwindigkeit in China beim Internetzugang, aber auch sozusagen der Zugriff auf westliche oder globale, könnte man auch sagen, wichtige IT-Dienste nicht mehr gewährleistet ist. Und IT-Unternehmen aus dem Westen beschweren sich zunehmend darüber, dass China einen protektionistischen IT-Markt aufbaut oder in Bezug auf die IT-Industrie vermehrt eigene Produkte fördert und deswegen Aufträge für westliche IT-Unternehmen schwieriger werden. Es ist interessant, dass auch chinesische IT-Unternehmen natürlich nicht jetzt den Aspekt Protektionismus besonders problematisch finden, aber auch die sehr langsame Internetgeschwindigkeit und auch die Zugänge, die sehr schwierig geworden sind, beispielsweise zu wissenschaftlichen Datenbanken. Viele chinesische Wissenschaftler haben das in Gesprächen mir gegenüber auch angemahnt. Das sind Positionen, die auch durchaus den deutschen Besorgnissen sozusagen entsprechen oder deutsche Besorgnisse widerspiegeln. Und da kann man sich, denke ich, sicherlich sehr gut, auch gerade mit Verweis auf innerchinesische Positionen, das dann auch in Gesprächen gegenüber chinesischen Vertretern zur Sprache bringen. Ein zweites Beispiel ist das
das jetzt noch in der Lesung befindliche Gesetz zum Management von ausländischen Nichtregierungsorganisationen. Da gibt es nach dem, was wir beobachten, durchaus auch unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, das ja jetzt laut dieses neuen Gesetzesentwurfs dann hauptsächlich zuständig sein soll für das Management von ausländischen NGOs, dem Ministerium für zivile Angelegenheiten, die bislang dafür zuständig waren und natürlich nicht sehr darüber erfreut sind, dass ihnen jetzt sozusagen dieses Management und die damit einhergehenden Ressourcen weggenommen werden, und auch durchaus einige Provinzen, für die die Zusammenarbeit mit ausländischen NGOs sehr, sehr wichtig ist in China, dass die also auch sehr unterschiedliche Interessen vertreten und auch gerade von den letzteren beiden Akteuren, die ich genannt habe, also dem Ministerium für zivile Angelegenheiten und verschiedenen Provinzregierungen, auch durchaus große Bedenken gegen dieses Gesetz geäußert worden sind. Also auch das ist eine Chance, diese innerchinesischen Interessenskonflikte, Positionen, Diskussionen genau zu beobachten und diese dann auch aufgreifen zu können, um in Gesprächen mit der chinesischen Seite dies als Frage dann auch zu formulieren. Mein letzter Punkt ist überschrieben mit dem Stichwort oder mit dem Satz Vermeidung von Konfrontation im Stil einer Wir-Ihr-Diskussion. Das chinesische Internet bietet trotz zunehmender Repression nach wie vor einen Raum für kritische Positionen und kontroverse Debatten. Das ist sehr, sehr interessant. Wir Americs beobachten das auch kontinuierlich. Soziale Medien in China spielen ja eine sehr viel größere Rolle als bei uns, weil es nicht so viele Kanäle gibt offline, um kritisch und kontrovers zu diskutieren. Wenn man diese Diskussion beobachtet, gerade auch die kontroversen Positionen, könnte man auch diese in offiziellen Gesprächen gegenüber Peking nutzen, um zu vermeiden, dass man in eine Situation kommt, wo die chinesische Regierung sehr oft sagt, ja, ihr seht das nur so, ihr seht das nur so kritisch, ihr mit euren westlichen Werten, das ist aber etwas, was bei uns in China ganz anders gesehen wird. Auch da möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben, wo das sehr spannend ist in Bezug auf die Seidenstraßeninitiativen, die auch ich sehr bemerkenswert finde und auch sehr begrüße, weil China damit zeigt, dass es aktiver und auch verantwortungsbewusster sich einbringen möchte in die internationale Weltordnung. Aber natürlich gibt es da auch viele Fragen. Wie transparent ist das Ganze? Welche Kriterien werden zugrunde gelegt, wenn China Investitionen vergibt? Wie ist die Nachhaltigkeit von Investitionsprojekten beispielsweise gewährleistet? Und das sind interessanterweise auch alles Fragen, die innerhalb des chinesischen Internets diskutiert werden. Auch das könnte man nutzen, um sich sozusagen von dieser, ihr seht das im Westen so kritisch und wir in China aber ganz unkritisch, zu befreien. Ein zweiter Aspekt ist die Debatte um Innovation. Auch da gibt es ja zwischen China und Deutschland durchaus unterschiedliche Auffassungen. China sieht dies primär als technologischen Aspekt. Europa und Deutschland sehen damit, wie ich finde, auch zu Recht verbunden, natürlich Fragen nach Kreativität, nach Pluralismus, nach kontroversen Debatten. Und auch das wird in China sehr kontrovers diskutiert, ganz spannend. Also genau diese Frage heißt nicht, wenn wir innovativ sein wollen, heißt das nicht auch, dass wir gerade Ideenpluralismus brauchen, dass wir Meinungspluralismus brauchen, dass es gerade darum gehen muss, sich zu widersprechen, dass wir keine Denktabus aussprechen müssen. Und auch hier könnte man sehr geschickt diese chinesischen Positionen nutzen, um solche Fragen auch an die chinesische Regierung zu richten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auch ich freue mich auf die Diskussion. Frau Dr. Xi Kupfer, auch vielen Dank für Ihren Vortrag. Bevor wir die Diskussion zu Ihnen hinaus oder in den Raum hinein öffnen, würde ich als Aufwärmphase an jeden der Vortragenden eine Frage versuchen zu richten, mit unterschiedlichen Aspekten. Ich fange mal mit meiner ersten Frage an. Ich war vor 3 Jahren auf einem Kongress, da hat ein renommierter Zukunftsforscher einen Vortrag gehalten und dieser renommierte Zukunftsforscher hat in den letzten 20 Jahren mit seinen Prognosen, was technologische Entwicklung, politische Entwicklung, globale Entwicklung anbetraf, gar nicht so oft daneben gelegen, also durchaus mit Relevanz. Und er sagte, in den nächsten 2 Jahren erwartet er einen Krieg, eine kriegerische Auseinandersetzung im ostchinesischen, im südchinesischen Meer und er prognostizierte einen mit Japan. Nun sind wir
3 Jahre weiter, Krieg ist nicht eingetreten, aber wir alle haben die Bilder vor Augen von aufgeschütteten Atollen, von Flugbahnen, von auch militärischen Drohgebärden, bis hin, dass die Amerikaner dann mit ihren Flugzeugen dann auch in dieser erklärten Flugverbotszone mit hineingeraten sind und Landkarten auch vor Augen, wo das chinesische Hoheitsgebiet bis kurz vor die Philippinen gezogen ist. Herr Botschaftsrat Cheng, hatte die Welt in den letzten 3 Jahren Glück gehabt, dass es nicht zu diesem Krieg gekommen ist? Und zweite Frage, aus Ihrer Sicht, fehlt vielleicht in dieser Region, in diesem Raum, welcher ja auch wirtschaftlich gut verflochten ist, so etwas wie ein System kollektiver Sicherheit, ein Konfliktlösungsmechanismus, bevor es wirklich mal knallen könnte? Vielen Dank, Herr Grunde. Auch also vielen Dank für die Statement von anderen Referenten. Und ich finde es sehr interessant. Also viele Ideen kann ich sehr gut aufgreifen. Eigentlich habe ich erwartet, also dass die Töne viel kritischer sind, aber es ist auch eine Überraschung, muss ich sagen. Und zu Ihren Fragen, ja, also wir haben in unserer Region, das heißt in der ostasiatischen Region, jetzt eine Situation, dass keine Seen wohnen. Und das haben wir auch nicht gewollt. Aber was hier in westlichen Medien also geschrieben und berichtet wird, ist auch ein bisschen übertrieben. Also deshalb kommt es zur Prognose, dass es zu einem Krieg kommen wird. So weit ist es nicht. Wir haben Probleme dort, wir haben Konflikte, aber diese Konflikte ist auch nicht ganz neu. Mit Japan haben wir seit Jahrzehnten also diesen Konflikt wegen der Diaoyudao-Insel mit Philippinen und Vietnamesen wegen Insel im südchinesischen Meer. Aber das wird jetzt hochgespielt wegen zum Beispiel mit Japan Verstaatlichung von dieser Insel. Also Japan wollte an dem Status quo ändern. Das wollen wir nicht akzeptieren. Und im südchinesischen Meer, wir bauen ein bisschen dort. Und das wird jetzt beklagt. Das haben wir auch festgestellt, wahrgenommen. Aber ehrlich gesagt, im südchinesischen Meer gibt es Konflikte erst seit 60 oder 70 Jahren, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und unsere Besitzansprüche, eigentlich gilt für die ganze Region, ist historisch begründet. Und es ist nicht die Kommunisten, also es waren die Kuomintang-Regierung 1947, wenn davor gibt es schon welche Dokumente, aber auch die Kuomintang-Regierung hat unsere Sitzbesprüche bekräftigt. Also eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir von den Japanern das wieder übernommen. Und es gibt Sitzansprüche von anderen Ländern erst seit 60er, 70er Jahren, weil dort sozusagen Gas- und Ölvorkommen entdeckt wurde. Und ich kann mich gut erinnern, in den vietnamesischen Schulbüchern in den 50er Jahren oder in ihren Karten ist das, also diese Inselgruppe, diese Region klar also als chinesische Territorium bezeichnet. Und was ich damit sage, also diese Stimmzeugen hilft nicht weiter. Was hilft, ist also ganz sachlich mit dem Problem auseinandersetzen. Und wir haben jetzt dort noch ein paar Worte. Wir haben dort jetzt mehr als 50 Riffe. Was wir in Kontrolle haben, ist weniger als 10. Also die anderen sind uns weggenommen, nach unserer Position zumindest. Und seit Jahren hat die anderen auf diesen weggenommene Insel gebaut, etwas gemacht und was weiß ich. Und erst seit ein paar Jahren haben wir damit begonnen, erst auf der Insel, was wir kontrollieren, etwas zu machen. Und
nach unserem Verständnis, dass es, was wir machen, ist auf unserem Territorium. Was gibt es da zu beklagen? Und zweitens, die Entfernung. Dieses Argument wird auch oft also benutzt von einigen deutschen Medien, nicht übrigens also auch sehr angesehene, wie FAZ. Was ich als Gegenbeispiel nennen möchte, ich war im vergangenen Jahr auf einer Europareise unterwegs. Es hat 5 Stunden gedauert von Berlin aus und Sie wissen wo, und das ist Kanarische Insel. Und von Spanien bis Kanarische Insel ist mindestens 1500, also 1500 Kilometer. Und bis zu Marokko war es 100 Meter. Also bei klarer Sicht kann man klar sehen, also das afrikanische Kontinent. Also diese Entfernung spielt keine Rolle bei also territorialen Besitzansprüchen. Man muss wirklich sachlich damit auseinandersetzen. Das ist der erste Punkt. Und zweiter Punkt, Herr Grunde, ich gebe Ihnen recht, ich stimme Ihnen zu, wir wünschen uns gerne, dass dort, also in Ostasien auch, Mechanismen heran, also etabliert werden können. Darum bemühen wir uns auch. Also wir haben jetzt einige Mechanismen, die in diese Richtung gehen könnten. Also wir haben Zusammenarbeit mit Ostasien, also ost-südostasiatischen Ländern, diese Organisation. Wir haben Zusammenarbeit zwischen China, Japan und Südkorea. Das hat eine Zeit lang auch gut funktioniert. Wegen der neuen Situation ist es in Stock geblieben, aber wir hoffen, dass wir diesen Prozess weiter vorantreiben können. Danke. Vielen Dank, Professor Sandschneider. Herausforderung China. Aus chinesischer Wahrnehmung ist ja nicht so, dass China einen Aufstieg erlebt, sondern dass es seinen Platz wiederfindet, den es über viele Jahrhunderte, eigentlich 1000 Jahre eingenommen hat. Das ist eine andere Wahrnehmung als die, die wir haben. Aber diese Herausforderung, ist diese nicht auch eine Herausforderung? Eigentlich stellt China nicht uns gegenüber die Systemfrage, stellt mit der ganzen Entwicklung, die wir die letzten auch 20 Jahre erlebt haben, sich nicht die Frage zwischen dem chinesischen Staats- und Wirtschaftsmodell und politischen Modell und unserem westlichen Demokratiemodell, stellt sich nicht eigentlich hier die Systemfrage und diskutieren wir nicht mit einigen Symptomen am wirklichen Problem vorbei? Wir stellen uns, glaube ich, die Systemfrage. Die Chinesen stellen uns diese Frage nicht. Nur wir fragen uns erstmal, wie kann das passieren, dass in einem kommunistischen System die Marktwirtschaft ausbricht? In unseren klassischen Textbüchern über kommunistische Systeme steht das ja so nicht. Da steht nicht drin, dass kommunistische Systeme Wohlstand schaffen. Das chinesische kommunistische System hat das gemacht. Und dann fragen wir uns ganz bange, verflixt nochmal, auf Demokratie gehen die überhaupt nicht ein, wie kann ein autoritäres Regime überhaupt diesen Erfolg haben? Und dann stellen wir fest, auch autoritäre Regime, ob es uns gefällt oder nicht, können effiziente Problemlösungen anbieten. Wenn Demokratien, meine Damen und Herren, dazu auf Dauer nicht in der Lage sind, gehen Demokratien auch zugrunde. Wir sind mittlerweile bei der dritten Reverse Wave in der internationalen Demokratiebeobachtung. Das heißt, wir haben immer wieder Phasen gesehen, wo Demokratien entstanden sind. Sie sind gescheitert aus unterschiedlichsten Gründen, sie sind wieder verschwunden. Die Geschichte Lateinamerikas ist eine Geschichte von Militarisierung und Redemokratisierung. Und eine sollten wir vielleicht in diesen Tagen nicht vergessen, noch in den 80er Jahren war Griechenland eine Militärdiktatur. Erst in der Transformationsphase nach 1986 hat sich das verändert. Spanien und Portugal bis Mitte der 70er Jahre. Heute sind das alles Demokratien. Aber diese Herausforderung, die wird uns erhalten bleiben. Und China stellt uns diese Systemfrage mit Macht, weil wir sie uns stellen. Jetzt lassen wir mal offen, das weiß im Moment kein Mensch von uns wirklich zu prognostizieren, wie lange das chinesische Systemmodell tatsächlich tragfähig ist. Meine Vermutung wäre, die ist durch nichts zu begründen, das ist einfach eine Vermutung aus der Beobachtung von solchen Systemen geboren, das wird noch sehr lange so gehen können. Aber denken Sie an Herrn Bouazizi, meine Damen und Herren. Wenn die morgen einen Fehler machen, dann kommen sie ins Stolpern.
Das ist das Risiko, das ist weder im Interesse Chinas noch in unserem Interesse. Stellen Sie sich in der derzeitigen weltwirtschaftlichen Situation tatsächlich ein mächtiges Straucheln Chinas vor. Was machen dann unsere deutschen Autobauer mit ihrem Riesenerfolg, der auch zu einer gewissen Abhängigkeit geführt hat? VW, ich gucke in ein bestimmtes Gesicht, wäre nicht da ohne seinen Erfolg in China, wo es heute ist. Ich glaube, was ein wesentlicher Unterschied ist, wo ich dann allerdings auch sagen würde, hier könnte man, entschuldigen Sie, wenn es wieder zu positiv wird, Herr Botschafter, Sie haben ja mehr Kritik erwartet, wo wir von China lernen können, das hat mit dem Geheimrezept des chinesischen Entwicklungserfolges zu tun. Und den kann man, glaube ich, in ein Wort fassen. Das Wort heißt Pragmatismus. Schauen Sie sich die Entwicklung dieses Landes an. Die haben alles an Ideologie, was sie jemals hatten, in den Mülleimer der Geschichte geknallt. Wenn Sie das Gefühl hatten, mit einer anderen Variante kriegen Sie eine bessere Problemlösung. Manchmal würde man sich das auch für westliche Demokratien wünschen. Aber wenn ich ich muss noch einen Satz zum Südchinesischen Meer sagen. Das juckt mich doch sehr. Ich fand diesen Vergleich mit den Kanarischen Inseln klasse. Auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, mit dem Zentimeterstab auf der Karte nachzurechnen, was wohin gehört. Gott sei Dank liegt Helgoland ja nah genug an der deutschen Küste, dass die Briten da keinen Anspruch drauf erheben. Aber meine Damen und Herren, mich interessieren, zunächst einmal muss man, glaube ich, eines festhalten. Das, was europäische Geschichte in den letzten 70 Jahren auszeichnet und erfolgreich gemacht hat, nennen wir es mal Völkerverständigung, das gibt es in Ostasien in dem Maße nicht. Diesen Prozess, und wir wissen aus deutscher Erfahrung, wie schwierig das war, Schulbuchkommission mit Polen und. Und wir sehen heute noch in unserem Verhältnis zu Russland, wie schwierig das plötzlich trotz aller Erwartungen wieder werden kann. Zwischen China und Japan gibt es das nicht. Es hat ein Arrangement gegeben, und das muss man allerdings auch sehr deutlich sagen, das von Japan gebrochen worden ist. Das Arrangement aus dem Jahre 1972, als beide Seiten beschlossen haben, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, war: Diese Frage kriegen wir nicht gelöst. Wir klammern sie also aus. Wir halten den Status quo, wir tun so, als würden wir über das Problem nicht reden. Ansonsten wollen wir vernünftige diplomatische und auch wirtschaftliche Beziehungen haben. Bedingt durch Herrn Shintaro Ishihara und seinen Versuch, eine dieser Inseln zu kaufen, hat die japanische Regierung reagiert und damit diesen Konsens gebrochen und die chinesische Reaktion ausgelöst. Ich finde es dann allerdings witzig, die Geschichte zu bemühen, weil da hat jeder irgendwo noch ein Dokument im Koffer, dass er schon irgendwann mal einen Fuß auf eines dieser Islands gesetzt hat oder nicht. Am Ende ist das keine Frage, die sich über Geschichte klärt. Meine Damen und Herren, ich würde sonst als Franzose vor Ihnen sitzen. Ich bin nämlich 6 Kilometer von der französischen Grenze im schönen Saarland geboren worden, zu einem Zeitpunkt, als das Saargebiet, ja, was war es denn gerade, 1955, ich glaube unter UNO-Mandat oder sowas. Und Elsass, Lothringen und das Saarland sind, glaube ich, gute Beispiele, wenn man an einer solchen Frage letztendlich auf Geschichte verzichten muss, weil geschichtliche Wahrheit lässt eine Entscheidung nicht zu. Das ist eine knochenharte machtpolitische Frage. Und da beißen sich aus chinesischer Sicht zwei Prinzipien, das ist wichtig zu sehen. Das Stabilitätsprinzip, erinnern Sie sich, hatte ich Ihnen vorhin gesagt, beißt sich mit dem Souveränitätsprinzip. Beide stehen in einem fast nicht auflösbaren Spannungsverhältnis. Es ist nicht das Interesse Chinas, seine innere wirtschaftliche Entwicklung dadurch zu gefährden, dass es an seinen Grenzen in eine kriegerische Auseinandersetzung, am Ende vielleicht sogar mit den USA, gerät. Aber es ist auch im Interesse Chinas, alles, was man aus chinesischer Sicht als nationale Souveränitätsfrage definiert, mit aller Härte und Rigorosität zu verfolgen. Eine chinesische Regierung, die das nicht tut, meine Damen und Herren, riskiert innenpolitisch Kopf und Kragen. Dieses Verhältnis dieses Spannungsverhältnis in ein Gleichgewicht zu bringen, ist die große Herausforderung. Und ich bin ziemlich sicher, dass China in dem Maße, wie seine militärischen, aber auch seine wirtschaftlichen Kapazitäten wachsen, diesen Druck erhöhen wird und versuchen wird, diese Frage machtpolitisch zu lösen. In der Zwischenzeit muss man froh sein, wenn es nicht allzu viele besoffene Kapitäne gibt. Weil die kritische Situation, wenn Schiffe aneinander geraten, kann jederzeit zu einem Funken werden, der plötzlich für beide Seiten unkontrollierbar wird. Solche Wechselspiele haben wir zu oft in der Geschichte gesehen, um tatsächlich nicht besorgt zu sein um die Situation in diesem Bereich. Dr. Hilbert, Frage an Sie. Wenn man sich die Wirtschaftsströme, die Warenströme Europäische Union und Volksrepublik China mal anschaut, stellt man fest, dass ungefähr 300 Milliarden Waren im Jahr nach Europa kommen, im Gegenzug ungefähr 165 Milliarden
europäische Waren in die Volksrepublik. Und das, man ist in ordentliche Zahlen, wenn es auch in Ungleichgewichtung ist. Aber die gegenseitigen Investitionen sich ungefähr bei 20 Milliarden Euro bewegen. Das heißt, die Investitionen sind auf einem sehr niedrigen oder recht niedrigen Niveau. Und auch deshalb wird ja zurzeit zwischen Europäischer Union und Volksrepublik ein Investitionsabkommen ausgehandelt, um Investitionsschutzabkommen, die bestehen, abzulösen und auch für mehr Sicherheit zu sorgen. Der chinesische Premier Li hat anlässlich seines Brüssel-Besuchs gesagt, also er hofft, dass das schneller geht und dass man möglicherweise auch über die Machbarkeit eines Freihandelsabkommens zwischen Europäischer Union und Volksrepublik prüfen solle. Und halten Sie so etwas für realistisch und wie weit sind wir in diesen Fragen? Ja, vielen Dank, Herr Grund, dass für die Frage, die jetzt in die Bereiche Handel und Investitionen kommen. Zunächst mal ja, der Wirtschaftsaustausch ist sehr intensiv, aber ich will vielleicht noch mal was sagen zu dem Defizit. Wir haben ein Defizit letztes Jahr gehabt von 211 Milliarden Euro der EU gegenüber China. Und für dieses Defizit sind praktisch alle Länder verantwortlich, mit Ausnahme von Deutschland. Also Deutschland und Finnland haben einen Überschuss im Handel mit China, während alle anderen Länder ein Defizit haben. Das größte Defizit die Niederlande und das Vereinigte Königreich. Aber auch, und das zeigt auch, wie gespalten die EU in Bezug wirtschaftlich, handelspolitisch in Bezug auf China ist. Wir haben die zwei Überschussländer, Deutschland, Finnland. Wir haben da noch eine ganze Reihe Länder, die profitieren durch Zulieferungen an Deutschland, durch die deutschen Exporterfolge. Aber die Mehrzahl der Länder hat eigentlich Defizite und hat die Anpassungslasten, die der Aufstieg Chinas für die EU bringt, haben diese Länder mehrheitlich zu tragen. Und das sind vor allem die südeuropäischen Länder und die südosteuropäischen Länder. Insofern haben wir hier eine Disbalance innerhalb von Europa. Und das macht es natürlich sehr schwer, einen Konsens zu finden in der Handelspolitik. Und so ist es. Und die Investitionen, das ist halt die Zukunft des bilateralen Austausches. Bisher sind die chinesischen Direktinvestitionen, wie Sie sagten, sehr niedrig. Aber das Interesse ist natürlich sehr groß der Chinesen. Und da gibt es eine ganze Reihe Gründe. Europa ist attraktiv, der Markt ist attraktiv, die Distribution für chinesische Waren in Europa soll ausgebaut werden. Es gibt sehr viel Technologie, die dann auch genutzt werden kann für die Entwicklung in China selbst oder auch für globale Marktstrategien. Es ist für China natürlich auch sinnvoll, sich ein bisschen zu diversifizieren, weg vom Dollar und auch weg von den bisherigen Investitionen, die vor allem in Energie- und Rohstoffbereiche in Afrika, Lateinamerika, Australien gelangt sind. Da ist einfach Europa sehr sinnvoll. Und für uns Europäer macht es natürlich auch Sinn, die Entwicklung hier durch Kapital aus China zu stimulieren. Also es gibt Infrastrukturbedarfe in Osteuropa, in Südosteuropa. Es gibt auch die Möglichkeit, durch chinesische Investoren dann besser in den chinesischen Markt zu kommen oder auch global besser zu vermarkten. Also das macht durchaus Sinn für beide Seiten, wenn die Investitionen zunehmen. Für das bilaterale Investitionsabkommen gibt es natürlich eine ganze Reihe Hürden. Das ist zum Beispiel, was wir auch im Verhältnis im TTIP haben, die Investor-Staats-Schiedsgerichte. Das ist jetzt im umgekehrten Fall, ist es eigentlich etwas, was wir als Europäer in China gerne hätten. Weil in China macht es wenig Sinn, vor Gericht zu gehen, wenn man ein Problem hat. Weil wer sein Problem vor Gericht versucht zu lösen, der kann eigentlich gleich gehen. Das heißt, man ist gescheitert.
Und die Investor-Schiedsgerichte könnten da eine Möglichkeit sein, den Marktzugang und auch den Investitionsschutz für deutsche, europäische Investitionen in China zu verbessern. Auf der anderen Seite würden wir natürlich dann auch uns aussetzen, möglichen Investitionsklagen von chinesischen Staatsunternehmen hier in Europa. Wollen wir das? Das ist natürlich, und unter welchen Bedingungen wollen wir das? Und das ist natürlich schon eine Frage, die wir im Konsens erstmal in Europa lösen müssten. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe Fragen, die jetzt noch zu klären wären. Das wäre also die Reziprozität. Bisher ist der europäische Investitionsmarkt im Prinzip offen für Auslandsinvestoren. Aus Japan, aus China, aus den USA. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip ist es offen. Im umgekehrten Fall ist das nicht so ohne weiteres der Fall. Diese mangelnde Reziprozität wird natürlich, das ist das Ziel der europäischen Verhandlungsführer, diese mangelnde Reziprozität zu überwinden. Ob das gelingen wird, ist natürlich die Frage. Der bilaterale Investitionsabkommen, sollte er denn gelingen, das wäre der erste Schritt, wäre die Voraussetzung für ein Freihandelsabkommen zwischen China und der EU. Das ist natürlich noch in weiter Ferne. Vor uns steht erstmal ein Freihandelsabkommen, das wir mit den USA verhandeln, was hier in Europa sehr umstritten ist, was aber dann gewissermaßen auch eine Benchmark wäre. Es wäre eine Benchmark in Bezug auf China, es wäre vielleicht auch eine Benchmark multilateral für einen Abschluss der Uruguay-Runde. Auf was wir in Europa sehr gut aufpassen sollten und müssten, ist, es darf nicht in China wie auch nicht in anderen Weltregionen wahrgenommen werden, als ob die EU und die USA, praktisch der alte Westen, versucht, durch so ein Abkommen Hürden gegenüber Drittländern aufzubauen. Das heißt, in dem Abkommen zwischen der EU und den USA wird es halt darum gehen, die globalen Handelsregeln weiterzuentwickeln. Das macht natürlich sehr viel Sinn, weil das den Handel stimulieren wird und den wirtschaftlichen Austausch im transatlantischen Bereich stärken wird. Aber es hat natürlich dann auch Wirkungen auf Drittländer. Und wir sollten eigentlich darauf drängen als Europäer, dass es eine Art Beitrittsklausel gibt, dass dann Standards geschaffen werden, an die sich andere anhängen können. Oder dass wir vielleicht, wenn diese Standards einmal entwickelt, dass sie multilateralisierungsfähig sind im Rahmen der WTO. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Wir sollten nicht eine falsche Botschaft in die Welt senden durch dieses Abkommen und gerade auch gegenüber China unsere Offenheit als Investitionsstandort und als Markt bewahren. Vielen Dank. Letzte Frage an Frau Dr. Xi Kupfer. Ich war vor einigen Jahren in Peking zu Gesprächen und traf mich mit einem mir seit langen Jahren bekannten und vertrauten Funktionär der Kommunistischen Partei. Und der sagte mir, wir haben 90 Millionen Mitglieder in der Kommunistischen Partei und nochmal ungefähr 30 Millionen in der Jugendorganisation. Das sind 120 Millionen Chinesen, von denen man annehmen könnte und müsste, dass sie eine Wertevorstellung haben, etwas, was über den Alltag hinausweist. Und dann sagt er auch, was machen wir mit den anderen 1200 Millionen? Die müssen auch an irgendetwas glauben. Gibt es ein Defizit an Werten in der chinesischen Gesellschaft? Und können Sie da etwas zu sagen? Natürlich, sehr gerne. Vielen Dank für die sehr wichtige Frage. Auch das ist in der Tat eine Frage, das greift auf meinen vierten Punkt zurück, was in China selbst sehr stark diskutiert wird. Auch da möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, um das zu illustrieren. Es gab, ich glaube, es war vor ein oder zwei Jahren, einen Vorfall in der südchinesischen Provinz Guangdong. Das wurde per Video aufgezeichnet, deswegen wurde das später so groß diskutiert, dass ein kleines Mädchen in einem sehr wuseligen Marktterritorium mit kleinen Ständen angefahren wurde von einem Lastwagen und zu Boden ging und dort blutend liegen blieb. Und diese Videoaufnahme, also weil es in einem Territorium war, wo viele Marktstände waren, es eine Videokamera gab, hat aufgezeichnet, dass also 15 Chinesen an diesem Mädchen vorbeigegangen sind, ohne
dem kleinen Mädchen zu helfen. Haben da zwar hingeguckt, aber sind vorbeigegangen, ohne dem Mädchen zu helfen. Und erst die 16. Chinesin, eine ganz einfache, in Anführungszeichen, aber sehr bemerkenswerte, die wurde dann auch zu einer Heldin in den chinesischen Medien. Eine Angestellte hat sich dann diesem kleinen, verletzten Mädchen angenommen. Xiao Yuyue war das, die Debatte um das kleine Mädchen. Und es war sehr interessant, wie das in China diskutiert worden ist. Es hieß dann nicht, wir haben sozusagen keine Moral, das war durchaus auch ein Aspekt, aber der sehr viel interessantere Aspekt war, viele Leute haben dies nicht getan aus Sorge, dadurch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also sozusagen, wenn die Annahme, wenn jemand einem Fremden hilft, dann tut er das nur, weil er vielleicht was damit zu tun hat, um irgendwas zu vertuschen. Und das wurde größtenteils dann in den Diskussionen im chinesischen Internet bejaht. Also nicht so sehr die Frage, wir haben kein Gewissen, wir haben keine Moral, sondern eher in die Richtung, unsere Gesellschaft ist so von Misstrauen geprägt, von Angst, dass wir vielleicht verwickelt werden in etwas. Also das fand ich, das war sehr bemerkenswert, diese Diskussion. Und darüber hinausgehend, in der Tat ist das immer wieder ein Thema. Und wir sehen ja auch in China sehr, sehr vielfältige, ich sag mal, Suchbewegungen, also Menschen, die sich hinwenden dem Christentum beispielsweise, das sind nach Schätzungen rund 90 bis 100 Millionen Chinesen, also fast so viele Mitglieder wie der Kommunistischen Partei angehören, sehr, sehr interessant. Also da gibt es ein großes Wachstum, das Christentum ist die dynamischste, am dynamischst wachsende Religion in China, vor allen Dingen aufgrund des Gemeinschaftsaspekts, den Gemeindeaspekt, den viele Chinesen mir immer wieder genannt haben. Die Möglichkeit hat man jetzt im Buddhismus und Daoismus nicht so sehr, das praktiziert man in der Regel alleine, aber auch da, es gibt Angebote für Manager beispielsweise von daoistischen oder buddhistischen Seminaren, wo man sich also in ein Retreat, ne, das gibt es ja auch hier, zurückziehen kann, ohne Handy, ohne Internet für gestresste Manager. Das ist also auch eine Sache, wo ganz deutlich zu erkennen ist, diese Gesellschaft ist auf der Suche, weil, glaube ich, auch viele Chinesen selber das Gefühl haben, Herr Zeng, das werden Sie sehr viel besser wissen als ich, natürlich auch die beiden Redner neben mir. Man fühlt sich getrieben, getrieben von Konsum, getrieben von diesem sehr, sehr schnellen Lebenstempo in China. Und man ist wirklich in der Tat auf der Suche nach etwas, was über materielle Dimensionen hinaus Bestand hat. Und das merkt man eben sehr, sehr deutlich an Debatten darüber, die sich an solchen Ereignissen entzünden, wie dieses kleine Mädchen und eben auch wirklich an dem Boom von allerlei spirituell-religiösen Angeboten in China. So. Achso, ich muss einfach sprechen. Vielen Dank fürs Zuschalten. Ich danke euch erstmal für die Disziplin und die Aufmerksamkeit. Das war sehr angenehm zu merken, dass wir auch mit den Themen nicht an euch vorbeigeredet haben. Aber jetzt ist die Diskussion zu euch, zu Ihnen hin geöffnet. Bitte um Wortmeldungen. Ich versuche es dann wahrzunehmen, zu erteilen. Hier sind die Mikrofone herantreten, es wird zugeschaltet. Jeder sagt kurz, wo er herkommt, dass man weiß, aus welchem Hintergrund er vielleicht kommt. Und dann bitte ich um die Fragen und vielleicht auch die Adressierung. Und wir fangen hier gleich an. Bitte schön. Und Sie habe ich gesehen. Ja, mein Name ist Peter Enders. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Kasachstan Business Development. Und ich habe mich gewundert, dass zwei der Redner sich gewundert haben beziehungsweise überrascht waren über die Idee Neue Seidenstraße. Weil die deutsch-kasachische Gesellschaft, die hat schon vor 15 Jahren eine Konferenz zu diesem Thema durchgeführt. Okay, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht zu kommentieren. Ich glaube auch nicht mal die Überraschung, sondern dass dieses Projekt schon so weit gediehen ist, war ja auch hier rauszuhören. Und das tut uns auch gut, weil die Verbindung, die Landverbindung ja auch für die wirtschaftliche Kooperation ganz wichtig ist. Nächste Frage. Kleiner Augenblick, nehmen wir Sie. Ja, Sie sind jetzt. Bertolt Kuhn, Freie Universität Berlin und Berater. Meine Frage bezieht sich auf die Asiatische Infrastruktur- und Investmentbank und richtet sich an Herrn Zeng und Herrn Sandschneider. Wie Sie die Bemühungen Chinas bewerten,
die USA und Japan doch noch an Bord zu holen und daraufhin auch möglicherweise auf ein Veto zu verzichten. Herr Sandschneider hat dazu einen Kommentar gemacht und wollte auch von Herrn Zeng dazu noch mal was hören. Danke. Okay. Noch mal ein Wort von Herrn Professor Sandschneider oder? Also, Herr Botschaftsrat, bitte. Bevor ich diese Frage beantworte, erlauben Sie mir, ein paar Punkte von eben anderen Referenten aufzugreifen. Aber ganz, ganz kurz, ich verspreche es Ihnen. Und Frau Schickupfe, ja, Sie haben recht. Also wir sind im Suchen. Also viele in Chinesen sind im Suchen. Aber ich darf auch den Botschafter in diesem Sinne zitieren. Es ist typisch vielleicht für die chinesische Gesellschaft, die im Umbruch ist. Also ein Deutscher, ein berühmter Deutscher hat gesagt, zuerst das Fressen und dann die Moral. Und vielleicht, das ist auch passend hier, ich vergleiche also die jetzige Zeit in China mit Deutschland in den 60er, 70er Jahren, also dieser Konsum, zuerst ein Fahrrad, Auto, Reisen und dann, wenn alles vorbei ist, dann denkt man, dann wird man ruhiger und okay, haben Sie. Und zu diesem Investitionsabkommen, und da haben Sie recht, Deutschland und Europa ist offen für chinesische Investitionen, aber nicht so freundlich, muss ich sagen. Also dieses Investitionsklima ist nicht so freundlich, zumindest nicht so freundlich wie China für deutsche Investitionen. Es gibt so viele Hürden, Bürokratie und ja, von angefangen von Visum und bis zur Arbeitsgenehmigung, Arbeitserlaubnis bis zu protektionistischen Versuchen. Und Sie haben auch also am Anfang in Ihrem Statement angedeutet, einige wenige Verlierer hat also Industriepolitik als Geisel genommen. Und zu diese, also ich nenne nur Stichwort Solarprodukte. Und das ist der Grund, warum die Investitionen Chinas in Deutschland noch so niedrig ist. Also, aber das wächst und mit einem Investitionsabkommen wird das noch weiter erhöhen. Und diese Abkommen ist aber keine Voraussetzung, ich muss korrigieren, keine Voraussetzung für eine Freihandelszone zwischen China und EU. Man kann parallel machen, man kann ohne diese Investitionsabkommen auch also Freihandelszone aufbauen. Und wenn die EU mit Russland das machen können, warum nicht mit China? Das ist die Frage. Und zu Ihren Fragen, AIB, ich bin leider eine ganz andere Meinung. Wir sind nicht so froh, wenn die Amerikaner und Japaner nicht dabei sind. Wir hätten gerne auch die beiden ins Boot geholt und das machen wir nicht nur aus marktpolitischem Kalkül, sondern wir wollen wirklich, dass die neue Bank eine gute, eine starke Bank wird, die wirklich helfen können und stark also Finanzierungsmöglichkeit haben. Und wir wollen keine sozusagen Dominanz. Also obwohl wir haben initiiert, aber Dominanz, eine Sperrminorität wollen wir nicht haben. Obwohl wir jetzt doch also eine, so eine Minorität haben. Aber wir hoffen wirklich, jetzt also ist es nicht mehr möglich, als Gründungsmitglieder beizutreten, aber ist es immer noch möglich, dass die USA und Japaner zu AIB kommen. Das ist auch bei uns willkommen, aufrichtig. Ich bleibe mal in der Reihenfolge der Anmeldung, ich versuche Sie, die Dame würde ich gerne mal sicher nehmen, ja? Anastasia Wischnewska, Freie Universität Berlin. Meine Frage richtet sich an Herrn Botschaftsrat, und zwar, die Organisation wurde schon angesprochen heute, die SCO, die Shanghai Cooperation Organization. Was ist mit der eigentlich? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Projekt aufs Eis gelegt wurde. Die AIIB wurde jetzt als separate Bank gegründet, die SCO-Bank ist nicht zustande gekommen. Seidenstraße ist auch ein bilaterales Projekt und es steht nicht im Rahmen der SCO. Wie sehen Sie das? Kommt jetzt der nächste Wachstumsschub oder
kann man die Organisation erstmal vergessen. Vielen Dank. Nein, also diese Shanghai-Organisation lebt und sogar mit Dynamik. Und man denkt jetzt auch daran, neue Beobachter, neue Mitglieder aufzunehmen. Und am Anfang geht es darum, diese Fundamentalisten und Separatisten und Terroristen in der Region, also Zentralasien, Westchina, also an Grenzen zu Russland, zu bekämpfen. Und daraus wurde eine Organisation, die dann immer mehr in Richtung wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch politische Zusammenarbeit bewegen. Und das hat auch bewährt. Und wir haben auch vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen. Und das kommt gut voran, muss ich sagen. Das ist nur nicht so viel wahrgenommen wie früher. Und jetzt gibt es neue Projekte. Das wurde ein bisschen vernachlässigt. Es liegt daran. Professor Sandschneider? Ja, jetzt schwirren so eine ganze Reihe von Institutionen hier durch die Luft. Vielleicht mit einer kleinen anderen Sichtweise als Sie, Herr Botschaftsrat. Wenn Sie sich diese Institutionen anschauen, kriegen Sie ein Gespür dafür, wie sehr und wie radikal sich unsere Weltordnung verändert. Herr Hilbert, alles, was Sie zu TTIP verstanden haben, habe ich nicht verstanden, weil Sie sich sowas von klassisch widersprochen haben. Wenn ich Sie richtig interpretiert habe, haben Sie gesagt, das ist gegen niemanden gerichtet. Sie wollen die Regeln der internationalen Handelspolitik weiterentwickeln. Das heißt, Sie wollen sie festschreiben, damit andere multilateralisiert freundlicherweise beitreten können. Die werden sich aber was von bedanken. Und aus chinesischer Sicht, wie übrigens auch aus brasilianischer oder indischer Sicht, sieht man diese Dinge sehr genau, ist allerdings längst in der Lage, anders darauf zu reagieren, als man das in den letzten 60 Jahren war. Da hat der Westen, in Anführungszeichen, Europa und die USA, diese Regeln tatsächlich bestimmt. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie munter da alles Mögliche heranwächst. Frau Wischnewska, Sie dürfen die Shanghai Cooperation Organisation nicht unterschätzen. Das ist nur keine wirtschaftliche Organisation. Das waren die ursprünglichen Shanghai 5. Die sind gegründet worden, um internationale Terrorismusbekämpfung zu betreiben. Das heißt, im Wesentlichen aus chinesischer Sicht war das eigentlich der erste Multilateralisierungsschritt, den China selbst gemacht hat. Die Initiative kam von China. Die Einladung ging an Russland und die 5 zentralasiatischen Staaten. Und die chinesische Sorge im Rahmen der Terrorbekämpfung war Xinjiang. Und Xinjiang ist um ein Vielfaches, nebenbei bemerkt, wichtiger, strategisch wichtiger für China als Tibet. So, das war die erste Initiative in einem Zeitpunkt, wo die chinesische Außenpolitik eigentlich noch hochgradig bilateral war, weil man sich davor gescheut hat, sich in internationale Organisationen zu begeben, mit der Gefahr, dass da andere etwas auf die Agenda setzen, was einem nicht schmeckt. Aber jetzt schauen Sie mal hin. Man hat Goldman Sachs BRICS erfunden und alle Beteiligten fanden das irgendwie prickelnd. Mittlerweile haben wir 6 BRICS-Gipfel gehabt. Und wissen Sie, was mir auffällt? Ich habe das schon öfter mal öffentlich gesagt. Das sind nicht nur die Gipfeltreffen bei BRICS. BRICS verdichtet sich in der Form der Zusammenarbeit. Vor etwa 3 Wochen war der Planungsstabschef Brasiliens in Berlin. Aber nicht, um seinen Berliner gegenüber zu treffen, sondern auf der Durchreise nach Moskau, weil zum ersten Mal die außenpolitischen Planungsstabschefs der BRICS-Staaten sich getroffen haben. Sehen Sie, was da passiert? Da verdichtet sich die Zusammenarbeit in einer Institution, die wiederum, und das ist ein fast wörtliches Zitat, der hat mir zu mir gesagt, wenn ihr uns nicht an den Tisch lasst, dann bauen wir unsere eigenen Tische. Und die BRICS Bank, die natürlich lächerlich klein ist im Vergleich zur Weltbank und IWF, aber warten Sie es ab. Wir haben Geduld. Denken Sie an diesen Satz. In 10, 15 Jahren bleibt uns das Lächeln vielleicht im Gesicht gefroren. Dasselbe gilt für AIIG. Ich glaube Ihnen ja schon gern, dass Sie den Canossa-Gang der Vereinigten Staaten nach dem Gründungsakt feiern würden. Es wäre nämlich aus amerikanischer Sicht und wahrscheinlich auch aus globaler Sicht ein Canossa-Gang, wenn die USA sich anschließen würden. Aber China fühlt sich in der Situation, solche Initiativen mittlerweile auf die Schiene setzen zu können. Und wenn Sie die ganzen Institutionen zusammensehen, einschließlich einer ganz wichtigen Tatsache, die chinesische Globalstrategie ist nicht militärisch getrieben. Die ist auch nicht von regionalem Einflussdenken geprägt, wie das in Russland der Fall ist. Die ist auch nicht von dem Maß an Kooperationswilligkeit geprägt, wie Europäer das auszeichnen. Die ist investitionsgetrieben. Chinas Erfolg in Afrika ging immer über Investitionen zuerst.
Herr Hilbert wünscht sich, was ich ihm, den Wunsch teile ich, aber die Realität scheint mir eine andere Sprache zu sprechen. Wissen Sie eigentlich, dass es seit Jahren Gipfeltreffen zwischen osteuropäischen Staaten, darunter 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, mit China gibt, gegen Infrastrukturangebote von 1,8 Milliarden pro Jahr? Davon weiß Brüssel nichts. Davon weiß der EU-Botschafter in Peking nichts. So einfach macht es diese wunderbar geschlossene Europäische Union den Chinesen, uns sowas von auseinander zu dividieren, dass man nicht Politikwissenschaft studiert haben muss, um das bewerten zu können. Also schauen Sie auf diese, die wachsende Dichte von Institutionen, die im wirtschaftlichen und im sicherheitspolitischen Bereich um den alten Westen herumgebaut werden und ihrerseits den Anspruch erheben, die Regeln der Weltpolitik in Zukunft mitzubestimmen. Das ist das eigentliche Spiel, das da draußen läuft. Und wenn wir das nicht rechtzeitig sehen, dann werden wir irgendwann mal ein böses Erwachen erleben. Vielen Dank. Bei einem Punkt muss ich leider Ihnen widersprechen. Also bei diesen Mechanismen China, Osteuropa und der Balkanländer 1 plus 16 nennen wir heute. Tag zum dritten Mal haben Sie recht. Aber jedes Mal ist der EU-Beobachter dabei. Also ja, der hat ja auch laut genug geschrien, bis ich ihn eingeladen habe. Nein, also was ich meine, also es ist nicht gegen China-EU und wir haben festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen Westeuropa und Osteuropa und die Interessenlage ist ein bisschen anders. Aber was wir mit osteuropäischen Ländern gemeinsam ist, gemeinsam tun können, steht nicht im Widerspruch zu Zusammenarbeit China-EU. Okay. Bundesrat, das ist ein Satz, das ist keine Kritik an Ihnen. Ja. Sie wären doch schön doof, wenn Sie es nicht machen würden. Die Europäer sind so blöd, Sie dazu einzuladen. Das ist der Punkt. Also ich versuche noch in der Wortmeldung zu bleiben. Sie waren dran als Nächster. Genau. Ja, nein, nur mal. Auch nicht. Ihr Nachbar war dran. Sie hatten sich als Erster genommen. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ich wollte Frau Schikupfer danken, dass sie darauf hingewiesen hat, dass ja in Chinas auch eine intensive Diskussion unter NGOs gibt, unter Menschenrechtsverteidigern gibt über die Perspektiven, vor denen man momentan steht. Und ich wollte das noch mal etwas ausbauen und darauf hinweisen, dass eine Reihe von chinesischen NGOs aus dem Menschenrechtsbereich sagen, es ging ihnen nie so schlimm wie heute seit der Kulturrevolution. Was die Verhaftungen angeht, was den Druck angeht, das gilt sowohl für die Menschenrechtsverteidiger wie für Rechtsanwaltsvereinigungen. Das fände ich also noch mal interessant, wenn Sie da vielleicht mal etwas stärker darauf eingehen würden, was bedeutet das für den Rechtsstaatsdialog, den Deutschland führt, was bedeutet das für die europäischen Menschenrechtsdialoge und den deutschen auch. Weitere Frage, wie steht es um Hongkong? Wie steht es um die Taiwan-Frage? Da haben wir gar nichts von gehört. Das sind ja große Herausforderungen, die jetzt auch in den nächsten Jahren auf Ostasien zukommen. Und der Aspekt, den Herr Sandschneider eben noch mal hervorgehoben hat. Xinjiang, großes Konfliktpotenzial, heikle Situation. Meine Frage an den Botschaftsrat, wann beginnt die Volksrepublik China nach einer politischen Lösung in der Region zu suchen und nicht nur auf Sicherheit zu setzen? Das nicht nur als ein Sicherheitsproblem zu sehen, weil wir, die jetzt 20 Jahre zu der Region arbeiten, haben das Gefühl, es eskaliert immer mehr und bald haben wir das, von was Sie seit langem sprechen, dass es ein internationales Problem des Terrorismus ist. Okay. Also ich bitte um Fragen und Antworten, die wir so im Zeitfenster 15 Minuten bis 20 Minuten noch unterbringen und vielleicht auch lösen können. Also, Frau Schikupfer, Sie waren angesprochen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Was das bedeutet für beispielsweise solche Dialogformate wie der deutsch-chinesische oder auch europäisch-chinesische Menschenrechtsdialog. Ich denke, es ist wichtig, wie ich am Anfang auch dargestellt habe, beides zu sehen. Zum einen wirklich Chinas Fortschritte, Chinas Bemühungen, natürlich auch die Menschenrechte, die ja jetzt in der Verfassung verankert sind, durchaus immer wieder zu thematisieren, auch darüber zu diskutieren. Auch in Berichten, die es über die Menschenrechtslage in Bezug auf andere Länder hat, das auch zu nutzen, um diese Probleme auch anzusprechen und auch ganz klar zu machen, dass China natürlich beispielsweise im wirtschaftlichen und sozialen Bereich durchaus Fortschritte gemacht hat in Bezug auf die Menschenrechte, Stichwort Armutsbekämpfung beispielsweise, natürlich auch die Bemühungen im Aufbau von sozialen Sicherungssystemen.
aber auf der anderen Seite in der Tat auch die Probleme offen anzusprechen beziehungsweise Fragen zu formulieren, Besorgnisse zu äußern. Ich möchte Ihnen das nochmal deutlich machen, etwas genauer am Beispiel des jetzt aktuell diskutierten Gesetzesentwurfs zur Handhabung von ausländischen NGOs. Das ist, wenn das so verabschiedet werden sollte, die dritte und letzte Lesung steht jetzt demnächst an, ist das in der Tat ein herber Rückschlag für die Zivilgesellschaft in China und auch für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Warum? Zum einen der Punkt, wenn wirklich das Ministerium für öffentliche Sicherheit dafür zuständig sein sollte, dann ist das ist ein sehr, ich formuliere es mal so, Ministerium mit sehr eigenen Interessen. Die sind zum einen natürlich an Stabilität interessiert, an Überwachung, aber auch an Ressourcen, die mit diesen Aufgaben verbunden sind. Und das sagen auch chinesische Kader, auch chinesische Wissenschaftler, das ist ein Ministerium, das könnte sehr risikoreich werden, wenn das mit der Verwaltung von ausländischen NGOs betreut ist. Der zweite Punkt ist an diesem Gesetz, dass das einen großen interpretatorischen Spielraum aufweist in Bezug auf die Aktivitäten, die mit Bezug auf Verstoß gegen die Moral in China beispielsweise dann verboten werden können. Und ich denke, da ist wichtig, und das sollte auch im Rahmen eines Menschenrechtsdialogs thematisiert werden, nicht mit dem Zeigefinger zu sagen, ihr solltet da, ihr müsstet da, sondern durchaus fragend, was meint ihr denn damit? Stellt ihr per se damit alle westlichen Regierungsinstitutionen unter Generalverdacht? Habt ihr Angst? Warum habt ihr so viel Angst? Habt ihr so viel Angst wie Russland? Gibt es da eine, seht ihr, damit meine ich nicht Sie, sondern die chinesische Regierung, seht ihr da Parallelen? Also was ist euer Motiv? Lasst uns das doch verstehen. Ich denke, das ist schon sehr, sehr zentral, da diese Besorgnis weiterhin zum Ausdruck zu bringen. Herr Botschaftsrat, die politische Lösung war angefragt, wenn das kurz möglich ist. Ja, nur ein paar Worte zuerst zu NGO-Gesetz. Ja, wir haben noch kein Gesetz, das wir wollen. Also alle diese Aktivitäten auf eine gesetzliche Grundlage zu setzen. Das ist ein Teil. Eigentlich haben wir erwartet, dass die Deutschen, die sehr für Rechtsstaatlichkeit einsetzen, begrüßt werden soll. Aber die Gegenfrage ist, was haben die NGOs in China zu befürchten, wenn wir Transparenz verlangen. Also das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Also jeder hat einen Status und jeder soll mal sagen, woher kommt Geld, was wird finanziert. Und das ist ganz klar, das wird auch hier gemacht. Und in welchem Ressort, in welchem Ministerium das landet, das spielt keine Rolle. Das ist unsere Kompetenz und ja, das ist zumindest meine Position. Und zu Xinjiang. Also Xinjiang ist für uns sehr wichtig, aber wir entwickeln Xinjiang nicht nur, weil es sehr wichtig ist. Wir haben angefangen von Küstengebieten, weil wir waren damals nicht in der Lage, das ganze China gleichzeitig zum Wohlstand zu bringen. Und haben wir dort angefangen, jetzt haben wir Strategie gewusst. Also nicht nach Europa, sondern Westchina. Schwerpunkt, also politischer Schwerpunkt jetzt verlegt auf Entwicklung, Entschließung von Westchina als Gesamtheit. Also Xinjiang gehört auch dazu. Aber das ist, Sie sehen, das ist eine integrierte politische Ansätze, nicht nur um die Fundamentalisten dort zu bekämpfen. Das wollen wir natürlich auch, aber nur nicht nur deswegen. Und warum Gewalttaten heute immer mehr geworden ist, also ehrlich gesagt, das wollen wir auch wissen. Also dieser Konflikt zwischen Han und Uiguren, ist es, wenn es gäbe, dann ist es auch nicht neu. Warum Gewalttaten mehr ist, setzen wir uns auch damit auseinander. Und es liegt sicher auch, also ein Grund liegt dahinter sicher dieser Zusammenhang mit Terrorismus, mit Fundamentalisten dort. Also wir haben festgestellt, viele, so wie hier, also die deutschen Jugendlichen sind geschickt ins
Ausbildungslager dort irgendwo, was ich weiß, und dann kommen wieder zurück. Und viele stehen dahinter. Aber uns ist noch nicht ganz klar. So, bitteschön. Philipp Koch von der Handelskammer Hamburg. Ich möchte mal zurückkommen zum Thema Neue Seidenstraßeninitiative, denn das ist ein Thema, was uns in Hamburg sehr beschäftigt. Bisher gilt Hamburg noch als Chinas Tor nach Europa. Und wir haben so ein bisschen die Sorge, was die Neue Seidenstraßeninitiative mit den bisherigen Handelsströmen machen wird. Daher ist meine Frage einmal an die drei deutschen Experten, beziehungsweise Expertinnen: Welche Politik sollte Deutschland gegenüber der Neuen Seidenstraßeninitiative verfolgen? Und meine Frage an Herrn Botschaftsrat Schengen ist: Wie kommt man eigentlich auf die Seidenstraßen? Landkarte rauf. Es kursieren verschiedenste Karten und manche enden in Deutschland, manche enden in Spanien und gestern hörte ich, das Ende der Seidenstraße eigentlich in Südamerika. Vielleicht könnten Sie uns da noch helfen. Danke. Dr. Hilbert. Ja, danke schön. Da kann ich würde gleich auch die Gelegenheit benutzen, ein paar andere Fragen damit aufzunehmen. Zunächst mal, die Seidenstraße ist insofern überraschend für Europa, nicht weil es sie gibt, sondern weil die Dimension, in der das von China durchgeführt wird, diese Milliarden, die investiert werden, um Infrastruktur aufzubauen, um eine außenwirtschaftliche Struktur in Südostasien und in Zentralasien, Westasien zu schaffen, die sich auf die chinesische Volkswirtschaft hin ausrichtet und die damit natürlich auch eine geopolitische Dimension hat. Das ist also die Dimension der Investitionen. Es sind ja nicht nur die 40 Milliarden, die nach Südostasien und die 40 Milliarden, die nach Zentralasien hin bereitgestellt werden. Allein um einen Korridor von Tibet nach Pakistan zu schaffen, hat China 46 Milliarden US-Dollar versprochen. Ähnliche, der zweite Korridor geht nach Myanmar in den Golf von Bengalen. Es gibt dann eine ganze Reihe bilaterale Zusagen für die Infrastruktur im Rahmen der Entwicklungshilfe. Wenn China jedes Jahr etwa 100 Milliarden US-Dollar in Entwicklungshilfe ausgibt, so sind das auch zum großen Teil sind das Infrastrukturprojekte. Also diese Dimension ist eigentlich das Entscheidende. Und da spielt es eigentlich nicht die wesentliche Rolle, ob das jetzt mit der AIIB oder ob es bilateral oder ob es auch auf andere oder ob es auch global vonstatten geht. Für China ist praktisch in dieser Politik absolut flexibel. Es kommt auf das Ergebnis drauf an, es kommt nicht auf die Institution drauf an. Und die AIIB hat den großen Vorteil, weil dass sie ein Governance-Problem Chinas löst. Nämlich im bilateralen Investitionen Chinas im nahen oder im fernen Ausland ist China auf eine ganze Reihe Probleme gestoßen. Die Partizipation der Bevölkerung war nicht besonders gut. Es gab Widerstände oder es ist auch mit sehr viel Korruption vonstatten gegangen. Viele der Projekte haben sich auch nicht rentiert. Da ist die Hoffnung, mit guten westlichen Banking-Standards, Governance-Standards der AIIB zu besseren Ergebnissen zu kommen und gleichzeitig auch eine höhere Legitimität in den Empfängerländern zu haben und auch eine bessere Akzeptanz der Bevölkerung. Das ist eigentlich die Idee. Und Sie fragen, soll sich Deutschland beteiligen? Ja, Deutschland beteiligt sich. Deutschland ist sogar der viertgrößte Investor und auch Stimmenhalter nach China selbst, Russland, Indien, dann kommt gleich Deutschland. Ich glaube, das ist eine Chance für Deutschland, dort für gute Standards zu sorgen. Es ist aber auch ein Risiko, wenn die Standards nicht gut sind, dass dann Deutschland mit in Haftung genommen wird, einer chinesischen Investition Legitimität zu verleihen, wo sie vielleicht besser nicht stattgefunden hätte. Insofern macht es eigentlich sehr viel Sinn, dass sich Deutschland daran beteiligt. Vielleicht noch mal kurz eine Replik auf Herrn Sandschneider zum TTIP. Ja, in der Tat, TTIP ist eine Veranstaltung, um Handelsregeln weiterzuentwickeln, auch vielleicht festzuschreiben. Meine Position war aber, das hatte ich ja gesagt, es sollte eigentlich multilateralisiert werden. Und das geht in der WTO nur, wenn dann ein Konsens besteht.
Aber mit, wenn sich USA und EU einmal geeinigt haben, ist natürlich die Verhandlungsbasis des Westens gut. Und den BRICS-Ländern steht es natürlich frei, auch global die Handelsregeln weiterzuentwickeln. Ich würde da nur sagen, viel Glück mit Russland und Indien. Ja, und ein weiterer Punkt. Ich würde die Tatsache, dass jetzt eine AIIB existiert, nicht zu alarmistisch sehen. Es ist eine multilaterale regionale Entwicklungsbank. Es ist in etwa vergleichbar mit dem, was 1991 in Europa geschah, als es mit der EBRD eine Bank für Osteuropa gegründet wurde. Natürlich, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich würde aber bestreiten, dass die globale Finanzmacht der USA davon abhängt, wie viel Stimmrechte sie im IMF und in der Weltbank haben. Es ist ganz was anderes als entscheidend. Entscheidend ist, dass der US-Dollar ein globales Anlagemedium ist. Dass also Exporteure, die US-Dollar halten, können das in US-Finanzmärkten anlegen und können dazu Renditen erzielen. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass Länder wie China, wie Japan, in grauer Vorzeit auch Deutschland, mit einer exportorientierten Wirtschaftsstrategie, die durch eine Unterbewertung der eigenen Währung getragen wird, reüssieren können. Und das geht eben nur, wenn es einen offenen Markt gibt in den USA, aber vor allem, wenn es offene Finanzmärkte gibt und wenn die USA bereit ist, Leistungsbilanzdefizite zu fahren. Wenn China einmal bereit ist, hohe Leistungsbilanzdefizite zu fahren, um anderen Ländern Aufholprozesse zu gewähren, dann ist China ein echter Herausforderer der USA. Aber das mag sein in ferner Zukunft, aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Noch ein Satz von mir zur herausragenden Stellung von Hamburg. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, ob die neue Seidenstraße in Duisburg oder im Hafen von Piräus endet, sondern dass wir es schaffen, die Hafen-Hinterland-Verbindung, Beziehungen in Deutschland zu verbessern. Ich glaube, das ist für Hamburg und auch für uns ganz entscheidend. Sehen Sie es mir nach, ich kann nur noch eine Wortmeldung. Sie hatte ich vorhin übergangen. Haben wir noch zwei Wortmeldungen dann und dann müssen wir aus Zeitgründen, tut mir leid, auch beenden. Bitte schön. Mein Name ist Siebenrock. Ich habe zu den Menschenrechten, hat Herr Hilbert eingangs angeführt, dass China ein Ordnungssystem hat, das nicht dem unseren entspricht. Das mag sicher so sein, aber wir haben ein globales Ordnungssystem, nämlich das der Vereinten Nationen. Und aber genau an dieses Ordnungssystem der Vereinten Nationen hält sich China eben auch nicht. Also, jetzt nun die Frage, was tun Sie, damit Sie China dazu bewegen können, sich an das internationale Ordnungssystem in den Fragen der Menschenrechte auch zu halten? Zweite Frage oder eine Antwort an Herrn Botschaftsrat, was die Uiguren wollen. Ich spreche hier auch im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker und kann Ihnen von meiner Warte aus sagen, was die Uiguren wollen. Die Uiguren wollen auch leben und wollen vor allem ihre Religionsfreiheit haben, wollen ihre Religion ausüben. Und genau dieses wird Tag für Tag eingeschränkt. Die Uiguren als Muslimen dürfen nicht fasten, muss man sich vorstellen. Und es wird Tag für Tag verstärkt. Die Uiguren dürfen im Alter erst ab 18 in die Moschee gehen. Das gibt es nirgends auf dieser Erde. Und dann fragen Sie sich, warum diese Uiguren aufständig aufmüpfig werden. Weil sie nicht ihre Religion ausüben können. Das ist die Antwort. Und das wollen Sie, nichts anderes. Okay. Wer möchte antworten? Ich kann gerne darauf antworten, gerade nach Absprache mit Herrn Hilpert. Die Frage, wie bekommt Deutschland, Europa, China dazu, sich an universelle Menschenrechte zu halten? Also zum einen als Hintergrund, das wissen Sie sicherlich alle, aber ich wiederhole es einfach kurz. China hat ja die Allgemeine Charta der Menschenrechte unterschrieben und China hat auch unterzeichnet und ratifiziert den UN-Pakt für soziale und wirtschaftliche Rechte. Was Sie unterzeichnet haben, aber noch nicht ratifiziert ist der UN, der sogenannte Zivilpakt, also der UN-Pakt für zivile und bürgerliche Menschenrechte.
Ich denke, es ist schon hilfreich und auch wichtig, China daran zu erinnern, dass es die beispielsweise Allgemeine Charta der Menschenrechte damals ja mit unterschrieben hat. Das war natürlich sozusagen die Vorgängerregierung, aber die Kommunistische Partei hat ja dann 1949, nachdem die Volksrepublik gegründet worden ist, auch alle internationalen Verträge sozusagen übernommen, die damals noch die Kuomintang-Regierung unterschrieben hat. Also ich denke, es ist wichtig, Sie darauf hinzuweisen, aber nicht primär, würde ich sagen, mit einem Zeigefinger, mit einem moralischen, erhabenen Ton, sondern eher in die Richtung, dass man China mit China gemeinsam überlegt, könnten nicht gerade eine stärkere Einhaltung von Menschenrechten euch auch helfen, eure Probleme zu lösen. Also ich sage nochmal das Beispiel Umwelt, dieser Ansatz stärkere Bürgerbeteiligung jetzt im Moment nur in dem relativ abgesteckten Rahmen über sogenannte Gerichtsverfahren, die angestrengt werden von NGOs. Aber das ist ja doch ein Schritt in Richtung mehr Bürgerbeteiligung, der konstruktiv ist, beispielsweise für die Lösung von Umweltproblemen. Anderer Aspekt, Stichwort Korruption. Das ist ein Problem, das sagen Ihnen auch einige chinesische Vertreter relativ offen, was sie letztendlich natürlich nicht in den Griff bekommen ohne unabhängige Gerichte, ohne eine freie Presse. Also gerade Pressefreiheit, Pluralismus ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das war sicherlich unter den Vorgängerregierungen noch etwas offener diskutiert worden als unter Xi Jinping, aber das auch ein Aspekt ist, der aus chinesischer Sicht natürlich große Risiken hat, aber letztendlich natürlich auch zur Problemlösung oder zur Problemlösung teilweise beitragen könnte. Das kommt natürlich immer auf die gesamtpolitische Situation an, wie offen auch China für solche Vorschläge ist. Aber ich glaube, das müsste aus meiner Sicht der Ansatz sein, zu sagen, ja, wir finden es gut, dass ihr diese Konvention unterzeichnet habt, teilweise auch ratifiziert habt. Wir finden es gut, was ihr tut, um wirtschaftliche und soziale Menschenrechte zu stärken. Aber überlegt doch mal, könnten nicht auch zivile und bürgerliche Rechte, Bürgerbeteiligung, könnte das nicht auch hilfreich sein? Gerade im Bereich Umwelt, unsere Erfahrung hier in Deutschland, das hat doch den Durchbruch gebracht letzten Endes, wirklich zu einem funktionierenden Umweltschutz. Also wirklich auch da nicht nur Ermahnung, sondern wirklich auch Ermutigung. Herr Cheng, Frage Religionsausübung der Uiguren. Ich weiß nicht, woher Sie die Informationen haben, das ist anscheinend falsch. Also man kann gut fasten dort überall, also nicht nur für Uiguren, wir haben auch Islamisten von anderen Nationalitäten, die können sehr gut fasten, aber nur nicht in öffentlichen Verwaltungen, Schulen und so weiter. Weil wenn man arbeitet, wenn man fastet, ist man nicht in der Lage zu arbeiten, weiterhin also als öffentliche Dienste zu arbeiten. Und es gibt Moscheen und die religiöse Ausübung ist garantiert und wenn Sie sich vor Ort ein Bild machen könnten, also werden Sie mich bestätigen. Und außerdem, die werden nicht, Uiguren werden so behandelt und sogar mit vielen Maßnahmen, die wir Han-Chinesen nicht haben können. Es wird hier sehr viel geredet von Ein-Kind-Politik, aber das gilt nicht für die Uiguren. Die Uiguren dürfen mehr Kinder haben, als wie sie wohnen. Und was wir haben, also wir sind nichts gegen Dialog, Menschenrechtsdialog, aber wogegen wir sind, ist ein Auftritt als Lehrmeister und das hilft nicht weiter. Letzte Frage kommt Herrn Knabe zu, bitteschön. Dankeschön, Günter Knabe, Journalist. Herr Botschaftsrat, Sie sind der meistgefragte Mann, hier ist es klar, wir wollen über China mehr lernen. Stichwort Herausforderung Chinas. Ist die Annahme, die Vermutung zutreffend, die seit einigen Jahren in den Medien und von Beobachtern verbreitet wird, dass das langfristige, vielleicht sehr langfristige Ziel Ihrer Regierung ist, den Dollar als Leitwährung zu ersetzen oder zu übertrumpfen? Und wie viel Geduld brauchen Sie dafür? Das ist die einzige Frage, die ich nicht beantworten kann. Soll ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Nein, also ich möchte zuerst der Herr Koch, also von Hamburg, Sie brauchen keine Sorgen zu machen, ich stimme Ihnen zu, wo auch also dieser Seidenstraße endet,
wird also den Standort Hamburg als wichtigste Brücke im Kopf zu China nicht beeinträchtigen. Also vielleicht der Güterverkehr, wenn es besser funktioniert, gibt es Verschiebung, Schifffahrt, aber Güterverkehr. Aber heute gibt es schon eine Güterverkehr, eine Linie von Wuhan, also von meiner Heimatstadt bis Hamburg. Also da spielt Hamburg auch eine Rolle. Und Renminbi ist, also wir wollen Renminbi als eine internationale Währung aufbauen. Und wir haben sehr viel getan. Wir sind dabei, unsere zuerst Hausaufgaben zu machen, Finanzmärkte zu liberalisieren. Also Renminbi ist noch nicht konvertierbar, frei, aber wir versuchen jetzt zum Teil, also das zu ermöglichen. Wir haben in Frankfurt jetzt ein Clearance-Zentrum aufgebaut, also das heißt, ein Teil von Renminbi kann jetzt dort gehandelt werden. Aber diese Chance wird also noch nicht genug wahrgenommen werden und ausgenutzt werden, anders als in London. In London geht es viel weiter. Wir sind auch, ich glaube, wie die Europäer, gegen die Dominanz von einer bestimmten Währung. Also mehr Wahl, mehr Möglichkeit tut es gut für die internationale Finanzordnung. Und wir wollen Renminbi verstärken. Aber wir haben nicht die Absicht, nach einem bestimmten anderen Staaten wieder die Welt, also Finanzmarkt zu dominieren. Also das wollen die anderen auch nicht. Das wollen die Europäer sicher nicht. Und vielleicht zwei, drei Hauptwährungen konkurrieren miteinander und das macht Sinn. Welche wären das? Von mir aus... Es kann auch Dollar und Euro sein. Wir sind da nicht großzügig. Professor Sandschneider, Sie wollten noch was dazu sagen. Ja, das verbindet sich so ein bisschen mit einer Frageformulierung, die einige von Ihnen jetzt verwendet haben. Das berührt immer wieder die Frage von Menschenrechten. Wie können wir China dazu bewegen, dass China etwas tut, was wir wollen? Machen Sie sich keine Illusionen, das können wir gar nicht. Wir können ja nicht mehr Staaten, die wir sanktionieren, zu etwas bewegen. Jetzt kommt das entscheidende Stichwort. Chinesische Delegationen kommen seit vielen Jahren nach Deutschland immer wieder mit der einleitenden Formulierung, wir wollen von unseren deutschen Freunden lernen. Wenn dieser Mechanismus einsetzt, und ich glaube, Frau Schulkupfer hat sich darauf bezogen, wenn dieser Mechanismus einsetzt, dann können Sie darauf hoffen, dass sich in China etwas verändert, aber nicht, weil wir durchsetzungsfähig sind, vorschriftsfähig sind, sondern weil chinesische Eliten aus ihrer Sicht sagen, wenn wir das so machen, wie die Deutschen das so sagen oder auch machen, dann fahren wir vielleicht besser. Nur wenn wir die Chinesen, und das ist eine völlig normale Umgangsform, wie man Staaten untereinander zu bestimmtem Handeln bringt, an ihren eigenen Interessen packen können, beziehungsweise dort darauf eingehen, werden wir eine Reaktion bekommen. Und ich fand, Herr Botschaftsrat, Sie waren heute Abend, was die Zukunft Ihrer Währung, da können wir von Ihnen lernen. Der Euro würde China nie passieren, meine Damen und Herren. Wir schaffen mal eine Währung und danach überlegen wir uns, wie Währungspolitik und sowas aussieht. Schauen Sie sich an, wie sorgfältig China Schritt für Schritt immer bedacht auf die Erhaltung von Stabilität seine Politik verändert. Und das gilt eben auch für die Währungspolitik. Und Sie haben das sehr deutlich ausgedrückt. Ihre Kollegen, nicht nur Diplomaten, waren vor zwei Jahren noch deutlich vorsichtiger, eine internationale Rolle für den Yuan überhaupt anzudenken. Sie haben heute Abend zumindest mal insoweit die Katze aus dem Sack gelassen, welche drei Leitwährungen Sie in Zukunft sehen. Da werden wir uns darauf einstellen müssen, dass China, denken Sie daran, ist ein normaler Prozess und er wird Schritt für Schritt auch zu einer bestimmten Form des internationalen Einflusses, auch in Finanzfragen führen. Ist kein Knickbruch, so entwickelt sich Weltpolitik, wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Mein Kollege Dr. Hans-Peter Uhl ist jetzt ums Schlusswort gebeten. Bitte alle um Nachsicht, vielleicht, dass wir dieses Format in absehbarer Zeit nochmal wiederholen. Lieber Manfred Grund, ich glaube, ich darf in aller Namen sprechen, wenn ich mich zunächst mal bedanke bei Ihnen, Frau Schikupfer, bei Herrn Hilpert, bei Herrn Professor Sandschneider und auch bei Ihnen, Herr Botschaftsrat Zeng, für die doch sehr interessanten
Beiträge und Vorträge, die wir heute Abend gehört haben. Ich bin überrascht, dass an einem solch sonnigen Abend doch so viele Menschen hierher gekommen sind, um ein so etwas Staubtrocknes wie ein Fachgespräch über das Reich der Mitte zu hören. Aber es muss wohl mit dem Sexappeal Ihres Landes zu tun haben, Herr Botschaftsrat, dass das Interesse so groß ist. Und es gibt viele Dinge, die ich auch heute wieder gelernt habe und Sie doch sicher auch. Wir Deutsche, wenn wir in ein politisches Seminar gehen und da hören, wie wir den Kommunismus definieren würden, kämen wir nach Lektüre von Marx und Lenin doch niemals auf die Idee zu sagen, wie Sie, Herr Sandsteiner, der chinesische Kommunismus beruht auf Stabilität, Souveränität und Wachstum. Das ist die ganz neue Definition von Kommunismus. Aber die atemberaubende Beweglichkeit dieses kommunistischen Systems in der Volksrepublik China lässt einen manchmal schwindelig werden. Auf der anderen Seite ist es ein System, das doch sehr erfolgreich ist, und allein der Umstand, dass ein Milliardenvolk seit Jahrzehnten vor dem Hungertod bewahrt wurde, verdient doch schon mal für sich genommen unseren Respekt. Nicht nur den Respekt von Bert Brecht, der zitiert wurde, erst kommt das Essen und dann die Moral, sondern einfach die politisch-administrative Leistung, die darin zu sehen ist, verdient unseren Respekt. Ob es nun sehr klug ist, mit den Menschenrechten und der Praxis der Menschenrechte in China so umzugehen, wie es manche bei uns tun, indem man versucht, die Regierung öffentlich an den Pranger zu stellen, da habe ich auch meine Zweifel. Ich glaube, es gibt andere Methoden, wo man mehr erreichen kann. Keiner der Diskutanten hat es gewagt, eine Prognose anzustellen, wie es mit China weitergeht. Auch Herr Professor Sandsteiner nicht. Auch er hat darauf hingewiesen, dass es darauf ankommt, auf der einen Seite den sozialen Frieden zu erhalten, Proteste niedrig zu halten, aber möglichst viele Menschen in China an dem wirtschaftlichen Wachstum teilhaben zu lassen. Dann möge es gelingen, wie es bisher gelang. Aber ob es auch weiterhin gelingen wird, ob keine Fehler gemacht werden, das weiß niemand. Auch die chinesische Führung weiß es nicht. Die Art des Umgangs mit interner Kritik in China, streng nach Mao, aus einem Funken kann ein Steppenbrand werden, ist sprichwörtlich und mag auch ein Teil des Erfolges sein. Ich möchte zur Wirtschaftspolitik ganz wenig sagen, wo die neue Seidenstraßenstrategie hinführt, ob die Schnur gerade in den Hafen von Hamburg führt, da habe ich auch meine Zweifel, aber das ist schon auch unser Beitrag, den wir leisten müssen, dass auch ein Teil, ein Abzweiger mit Hamburg vielleicht oder mit Deutschland zu tun hat. Bemerkungen, die Sie, Herr Botschaftsrat Zeng, zur Inselpolitik im südchinesischen Meer gemacht haben, die hat schon Eindruck hinterlassen bei mir, indem Sie ganz treuherzig auf die historischen Gründe der Gebietsansprüche hinweisen. Für einen Deutschen, wenn wir mal anfangen würden, die historische Hinweise auf Gebietsansprüche zu untersuchen, dann würden wir, glaube ich, ziemlich in den Wald kommen. Das wollen wir lieber alle miteinander sein lassen. Und vielleicht sollte auch China darüber noch mal nachdenken, ob das ein kluger Weg ist. Aber vielleicht hat Herr Sandsteiner doch recht, wenn er sagt, es hat alles mit Gebietserweiterungen in dem Sinn gar nichts zu tun, sondern das sind investitionsgetriebene Maßnahmen für die Handelsmacht China. Und auch dieses ist gut, dass man das hier mal zur Kenntnis gebracht hat. Meine Damen und Herren, es gibt vieles hier nochmal anzusprechen, das will ich nicht tun, die Zeit ist fortgeschritten. Eins jedenfalls haben wir, glaube ich, heute Abend gelernt, den vielen Erkenntnissen zu China. Wir Deutsche in Europa, wie das Feld der Harmonisierung europäischer Interessen im Umgang mit China jetzt gar nicht ansprechen, weil es zu frustrierend wäre,
Wir Deutsche müssen uns anstrengen, dass wir eine Rolle spielen bei dieser dynamischen Entwicklung der Weltwirtschaft oder der dynamischen Entwicklung Chinas, die sicher so weitergehen wird. Wir müssen uns anstrengen, dass wir eine Rolle spielen, müssen uns formieren in Europa, müssen vielleicht auch versuchen, in dem Mächtespiel zwischen China und USA eine gewisse Bedeutung noch zu haben. Es sieht nicht danach aus, dass wir in der Bedeutungslosigkeit versinken werden als deutsche Exportnation, das glaube ich nicht, aber wir müssen uns anstrengen, um eine Bedeutung zu behalten auf dieser Welt. Das 80-Millionen-Völkchen, jedenfalls enumerativ, wird es niemals sein können. Es ist ja interessant, die Frage, ob China ein Entwicklungsland ist, wurde von Herrn Sandschneider so beantwortet, dass er sagt, China ist die Nation, die am meisten Entwicklungsgelder weltweit bezahlt. Und Herr Botschaftsrat sagt, wir sind natürlich auch Entwicklungsland, indem er geschickt dividiert die Wirtschaftsleistung durch 1,3 Milliarden. So kann man statistisch alles hinrechnen, zum einen und zum Gegenteil. Dieses sind interessante Aspekte. Ich glaube, der Abend hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Es hat sich gelohnt, zuzuhören. Wir haben alle miteinander was gelernt und deswegen freue ich mich, dass Sie alle hier waren und wir werden diese Art, dieses Format von Fachgesprächen mit Sicherheit fortführen. Vielen Dank fürs Kommen an Sie alle.